Danke. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Der Opener, den ich eigentlich geplant hatte, muss leider aus Brandschutzgründen entfallen. Ich sag nur so viel. Ding um 3 Freiwillige aus dem Publikum und größere Feuerwerkskörper aus der Tschechei. Aber gut. Ich sage euch jetzt als Erstes, was ich meinen Lehrern in meiner mündlichen Abiturprüfung damals auch als Erstes gesagt habe. Ich habe jetzt nicht direkt was vorbereitet. Aber wenn wir hier alle an einem Strang ziehen, dann kriegen wir die Zeit schon rum. Ja. Ja, meine Abiturprüfungen waren wie meine körperbetonten T-Shirts. Spannend. Aber was soll ich sagen? Ich habe dann auch bestanden im 4. Anlauf. Meine Lehrer waren nicht sonderlich anspruchsvoll. Aber ich bin auch in Berlin zur Schule gegangen. Ja. Das, was man bei uns Lehrer nennt, heißt im Rest der Republik abgebrochene Ausbildung zum Juristbauer. Ich war auf jeden Fall für die Zukunft gerüstet. Ja, inhaltlich ist nicht Fülle hängen geblieben. Wir hatten auch nicht so viel Unterricht, ja. Meine Lehrer kamen häufig zu spät oder gar nicht, wenn sie mal wieder ganz klassisch beim Vorsaufen im Lehrerzimmer versackt sind. Und dann standen sie da wankend und lallend vor der Klasse, waren oft besoffen. Ich kann es verstehen. Ja. Ich bin in Berlin-Neukölln aufgewachsen und zur Schule gegangen. Für diejenigen von euch, die Neukölln nicht kennen, gegen Neukölln ist Chorweiler Monaco. Na, jedenfalls, wenn ich in Neukölln unterrichten müsste, ja, dann würde ich auch Korn ohne Flakes frühstücken. Gibt's bis hierher Fragen? Gut. Dann mache ich's jetzt wie Mustang-Besitzer und fahre fort. Ja, ich habe dann, bevor ich angefangen habe zu studieren, erstmal ein bisschen gejobbt. Ja. Und wenn ich in meinen wirklich vielen Nebenjobs eine elementare Sache über mich gelernt habe, dann das: Ich habe eine saumäßige Arbeitsmoral. Es gibt ja so Mitarbeiter, bei denen kannst du dir sicher sein, die stehen 10 Minuten vor Schichtbeginn auf der Matte, die haben was an, die geben immer 150%. Und dann gibt es so Mitarbeiter wie mich, bei denen man sich freut, wenn sie während der Arbeitszeit einfach nur nichts Größeres in Brand stecken. Oder wenn zumindest selbstständig die Feuerwehr rufen. Oder wenn nicht, wenigstens mal vorne im Laden Bescheid sagen, dass es brennt. Nee. Man
Meine Chefs wussten teilweise auch ja nicht, wo ich mich während der Arbeitszeit eigentlich aufhalte. Ich war spazieren. Oder hab eine Radtour gemacht. Ich hab neue Hobbys ausprobiert. Ich dachte mir, Bumerang werfen. Wär doch mal was Neues. Ich hab mir dann auch einen Bumerang gekauft. Ab auf die Wiese damit. In mal geworfen. Weg. Hat mir keinen Spaß gemacht. Dankeschön. Hey, hey. Ja, hallo, ich bin der Fabio, ich komme aus der Schweiz, ja. Ich bin mit dem öffentlichen Verkehr angekommen, ja. Wer fährt sonst noch jemand regelmäßig im öffentlichen Verkehr? Kurz Hand hoch. Ja, viele, ja. Habt ihr das auch, wenn ihr so im Bahnhof seid und so hinter einer Person läuft, denkt ihr dann manchmal auch so, verdammt nochmal, lauf! Wenn ihr das noch nie gedacht habt, dann müsst ihr schneller laufen, Mann, ohne Scheiß. So im öffentlichen Verkehr ist auch ziemlich gefährlich. Ja, ich war letztens in Berlin an einer Haltestelle abends und dann kam so ein aggressiver Typ, neben mir war nochmal ein Mann, ja, und dann kam so ein aggressiver Typ auf ihn zu, ja, tätowiert, Jogginghose, ja. Ja gut, im Nachhinein merke ich, er sah aus wie ich, ja. Aber da habe ich das erste Mal bemerkt, alter, Deutsche können richtig cool sein, Mann. Ja, weil da der Asi, der kam so zu dem anderen Typen und sagt, hey, der wollte so richtig provozieren, richtig, richtig Stress hat er gesucht. Hey, deine Mutter ist eine Nutte. Ja? Und der Deutsche die coolste Antwort. Also, okay. Da habe ich jetzt ein bisschen eine andere Information. Ja. Ich würde das gerne abklären. Und dann treffen wir uns heute oder morgen wieder um 14 Uhr vielleicht. Ja, machen wir das so. Ja. Und der Typ wusste nicht mehr, was er machen soll. Und dann schaut er mich so an und er so, und was ist mit dir? Ich so, hey, auch ich würde gern mit ihm das abklären, ob seine Mutter eine Nutte ist. Er hat nichts mehr gesagt, ja. Ich bin viel mit der Bahn unterwegs, sehr viel, ja. Und immer wenn ich im Zug bin, ja, dann habe ich die Kopfhörer auf, aber ich höre nie Musik. Ja. Weil ich lausche den Leuten zu. Ich bin so ein bisschen ein Creep, ja. Ja, und letztens, da war ich so mit einem halben Ohr dabei, ja, habe ich so einer jungen Frau zugehört, ja, und die hat so mit ihrer Kollegin gesprochen und hat gesagt, hey, weißt du noch, dieser 38-jährige Italiener, mein Nachbar, der hat gesagt, ich wäre die beste Blaserin, die er je hatte. Ja, und dann wurde ich ein bisschen aufmerksamer, ja. Ja, und dann sagt sie so wieder, ja, voll süßes Kompliment, oder? Und ich so, was? Ja, weil er hat Worte benutzt wie professionell und engagiert, ja. Und ich so, Bro, wie lange hast du denn schon kein Kompliment mehr bekommen, Mann? Was, wie geht das? Wann sagt man sowas, ja? Auf jeden Fall, ich bin dann weitergefahren und dann kamen so vier 14, 15-Jährige in das Abteil, ja, auch wieder Assis, ja, kann man so sagen, ja. Aber sie sahen halt wieder auch wie ich, ja, Trainerhose, tätowiert. Und dann, der eine kommt so zum anderen und sagt so, hey, Bro, hast du sie gebumst? Dann er so, ja, Mann, ich hab sie gebumst. Dann er so, ja, Mann, Sex ist das Geilste auf der Welt, oder? Dann er so, ja, Mann, Sex ist das Geilste auf der Welt. Und ich so, nee. Und schau mich alle an und ich so, oh, nee, nee, nee. Nee, 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 nee.
Sex ist das Geilste auf der Welt? Was? Das kann ja nur so ein 14-, 15-Jähriger sagen, Mann. Wart ihr schon mal auf der Autobahn? Im Stau. Und ihr musstet so richtig pissen, ja? Ja, aber nicht so, dass, ihr wart schon so irgendwas am Suchen, eine Flasche, passt die Füllmenge rein, ja, ihr wart schon so am Abmessen, ja. Ja, aber dann schafft ihr es noch knapp raus zu der Ausfahrt und dann seid ihr so vor dem Klo. Ah! Ah! Ja. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich bis jetzt alles falsch gemacht. Aber ich habe beim Sex noch nie so ein Geräusch gemacht, Mann. Letztens auch hat eine Frau zu mir gesagt, ja, Fabio, du stöhnst so leise beim Sex. Und ich so, du hast mich noch nie beim Pissen gesehen, Mann. Sex ist das Geilste auf der Welt, Mann. Seid ihr schon mal nach Hause gekommen? Stockhagel besoffen. Sagt man das so? Stockhagel besoffen? Stockhagel voll, ja, Stockhagel voll. Sternhagel voll, ja. Haltet jetzt mal die Schnauze, Mann, ja. Das war wieder so deutsch. Sternhagel voll, ja. Und ihr wart so richtig besoffen. Und ihr fällt einfach ins Bett mit den Kleidern. Aber dann wacht ihr auf, so 4, 5 Uhr morgens. Euer Hals, euer Mund ist so trocken. Und das Klo kommt doch 2 Kilometer entfernt vor. Aber dann, oh mein Gott, habt ihr dran gedacht, bevor ihr feiern geht, eine Flasche neben das Bett zu stellen. Und ihr nehmt diese Flasche so und denkt euch einfach nur so, ja. Ah. Puh, nein. Keine Witze zu meiner Optik heute, aber seid euch sicher, ich weiß Bescheid. Nee, mein Problem, ich finde es immer komisch, wie Leute mich so einschätzen am Anfang, so ja, weil, weiß nicht, ich bin mega leicht zu durchschauen. Das ist so ein Problem von mir, weil ich klinge akustisch schon dumm, aber ich bin auch nicht so schlau. Ich wäre ganz schwieriger einzuschätzen. Das ist mein Problem. Mein Vater ist so ein mystischer Typ. Ja, ich wollte gerne mal über meinen Vater reden heute. Mein Vater ist ein Bauer. Ist keine Analogie oder so. Der ist halt wirklich ein Bauer. Und er ist so ein mystischer Typ. Ja, er ist also ich komme aus Norddeutschland. Er ist so ein kalter norddeutscher Felsen. Ja, der Typ sitzt den ganzen Tag auf dem Trecker, hört einen Radiosender und den mag er nicht mal. Er hat so ein Level an norddeutscher Ernsthaftigkeit erreicht. Er hat so senkrechte Stirnfalten einfach. Ja. Nee, er involviert mich immer so in seine Projekte irgendwie, ne? Also so, er hat halt Zugriff auf alle möglichen Maschinen, auf die so ein normaler Mann keinen Zugriff hat und das auch gedacht von der Gesellschaft so eigentlich. Und manchmal klopft er einfach so an mein Zimmer so und dann ist sein Problem mein Problem. Es ist halt komisch, so neulich ich gucke mir dann immer so die Szenerie an, die er dann so also fabriziert. Und dann komme ich so raus und ich sehe, okay, er hat einen Hochdruckreiniger genommen, also womit man Autos wäscht und so, den mit einem Gartenschlauch in den ersten Stock gelegt, ins Badezimmer. Und ich sag so, was hast du vor? Und er sagt so, ich will den Abfluss frei machen. Und er wollte halt, dass ich so Start und Stopp drücke am Hochdruckreiniger, während er oben den Abfluss freisprengt. Und dann sage ich, nee, da bin ich raus, da mache ich nicht mit. Und dann hat er es mit meinem Opa gemacht, ja. Und mein Opa ist halb taub und halb blind, was eine sahnige Kombination ist für das Vorhaben. Weil er muss halt zwei Signale rüberrufen, ne. Er muss halt einmal Start rufen und dann muss er noch Stopp rufen. Und kleiner Hinweis, eins dieser Signale ist deutlich wichtiger als das andere. Und ich setze mich ins Wohnzimmer und ich gebe mir das wie so ein Audio-Hörbuch, ja.
bin nicht physisch anwesend, aber ich höre mir so an, was passiert. Start! Stopp! 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 Und das passiert dann so 8, 9 Mal. Und dann habe ich gedacht, ja, ich gehe jetzt woanders hin. Und dann bin ich mit meinem Kollegen was essen gegangen, so eine Ente, so mit Reis und so, war geil. Und dann komme ich wieder und dann sehe ich, dieser Mann hat ganz andere Level erreicht, um dieses Problem zu lösen. Der Mann hat jetzt einen Güllewagen rückwärts ans Haus rangefahren und ans Haus angeschlossen. Also für die, die nicht wissen, was ein Güllewagen ist, das ist so ein riesiger Tank, um Kacke auf ein Feld zu ballern. Und ich finde, die Beschreibung reicht auch, um zu wissen, dass man das nicht an ein Haus anschließt. Und ich rufe so hoch, was hast du vor? Und er ruft so runter, ich pump das Haus leer. Und dann sagt er so, Jorik, bleib mal unten, mach Kaffee. So, mache ich halt Kaffee, ne? Also so, dann mache ich so einen Kaffee, einen Filter und so, und dann denke ich so, warum hat mein Haus eigentlich zum Leerpumpen mit einem Güllewagen einen passenden Anschluss? Ich habe manchmal nicht mal das richtige Ladekabel. Und er kann einfach so ein Haus leerpumpen. Und dann gehe ich halt rauf, um mir das so anzugucken, ja. Und dann gehe ich in dieses Badezimmer und alles ist so geflutet und... Check, check, hey, hey, hey. Hallo Köln! Yeah! Schön, dass ihr da seid. Ihr seht fantastisch aus, wie jedes Mal. Heute ein bisschen schöner als letztes Mal. Letztes Mal waren die Leute ein bisschen hässlich. Jetzt seid ihr da, das ist schön. Sehr schön. Passend zum Anlass des heutigen Abends würde ich mit einem kleinen Stimmungstest starten wollen, denn heute ist Finale. Finale. Sehr schön. Herzlich willkommen zu Nightwash Live. Das hier ist das Finale vom Nightwash Talent Award 2021. Es haben sich 8 fantastische Newcomer-Comedians für heute Abend qualifiziert, die goldene Wäscheklammer mitzunehmen. Heute sind mit dabei, ich zähle sie jetzt nach und nach auf und bin gespannt, wer seine Fanbase mit dabei hat. Heute mit dabei, Tobias Born, Anton Knaus, Marius Roman, Sebo Sam, Sascha Schwarz, Lisandra Bardet, Marvin Hoffmann und Benedikt Mittmannsgruber. Und hier ist der Mann, der besser riecht als jeder Weichspüler. Hier ist Simon Stäblein. Schönen guten Abend! Was ist heute für ein Tag? Donnerstag. Donnerstag, cool, hi. Der 4.11. Gut. 20 Uhr. Das ist krass. Habt ihr Jobs? Wer macht einen Job über die Woche hinweg? Okay. 3 Leute aus der Risikogruppe, wow. Das Künstlersein ist auch manchmal schwierig, weil du weißt nicht, welcher Tag ist. Du weißt auch nicht, wie viel Uhr ist. Könnte es auch morgen sein. Ich habe mal, wir gehen halt auch so an einem Dienstag oder so feiern. Ne? Ja. Bist du auch Künstler oder was? Nee. Aber ich gehe trotzdem Dienstag feiern. Geil. Wer bist du? Was machst du? Ich bin Philipp und studiere Bio. Das war ziemlich forsch, wenn ich ehrlich sein. Das ist so, was für eine Biologie studierst du denn? Normal. Okay, was ist so deine Lieblingssache? Molekularbiologie und Bioinformatik. Ah, ich meine auch.
Wie geil! Ich bin ein großer Fan von Pilzen. So, na? Wusstet ihr, dass das größte Lebewesen der Welt ein Pilz ist? Nee. Doch, ein Hallimarsch in den USA. Und der ist 9 Quadratkilometer groß. Wow, das ist ein großer Pilz. Das ist a lot. Ja. Ist relativ viel Pilzsuppe draußen machen auf jeden Fall. Ich habe selber mal Pilze gezüchtet. Also jetzt nicht so Magic Mushrooms, sondern ganz normale Champignons. Ne? Ganz normal, kann man sich bei Amazon bestellen, mega geil. Da muss man die so ansprühen und dann wachsen die irgendwann. Habe ich geerntet, voll gut. So, ich habe bestimmt 3 Euro gespart gegenüber, wenn ich sie gekauft hätte. Aber dann muss ich relativ viel Geld bezahlen für die Beseitigung des Schimmelpilzes, der sich auf den Champignons gebildet hat, nachdem ich sie im Gang vergessen habe für 6 Wochen. Und ja, ist nicht so gut gelaufen. Ich vergesse gerne Sachen. Ich habe mal, als ich in die 12. Klasse gekommen bin, haben wir alle so ein Schließfach in der Schule gekriegt. Hattet ihr auch ein Schließfach, wo man so Bücher reintun konnte? Ja. Und ich, Tag 1, habe erstmal so ein riesiges Schinken-Käse-Eis-Sandwich da reingeschlossen und habe dann den Schlüssel verloren. Nie wieder gefunden. Und dann habe ich die Schule verlassen. Und jetzt ist da der größte Pilz der Welt. Wenn du das Ding aufmachst, wird aber der Hausmeister von dem Teil gefressen, was da drin lebt. Blablabla. Wow, krasser Scheiß. Seid ihr alle geimpft, soweit, so gut? Ja, ich habe letztens mit einem geredet, weil man muss ja 14 Tage dann irgendwie warten, bis so das ganz vorbei ist. Also bis du halt immun bist gegen alles. Und dann meinte der so, ja, aber also das sind jetzt bei mir, also ich habe jetzt zwar 2 Wochen rum, aber nur 10 Werktage. Und ich glaube, es müssen 14 Werktage sein. Und ich so, Alter, das Virus arbeitet nicht bei der DHL, ne? Das ist nicht so, dass dein Immunsystem Samstag und Sonntag sagt, ne? Heute mache ich gar nichts. Sterbst du halt. Das, oder? Ist so. Immunsystem arbeitet immer. Biologie, was macht man, wenn man Biologie studiert hat dann am Ende? DHL? Ja, was sind so? Du könntest einen Impfstoff entwickeln. Vielleicht. Aber nicht, wenn du Dienstag feiern gehst. Musst du ein bisschen überlegen. Biologie, ist das deine Freundin nebendran? Ja. Yeah. Machst du ja auch mal so Experimente? Ha? Nicht im Labor, ja, das wäre auch blöd, ne? Wenn du auf so einem Labortisch zur Sache gehst, dann fällt dir irgendwie die Salzsäure um, zack. Oh, kann auch geil sein, ne? So ein bisschen 50 Shades of Grey Biology. So, ah, Säure! Und was machst du? Du studierst Medizin. Boah, ich wette, ihr habt so ein Meth-Labor, oder? Das ist doch voll geil. Du kannst die Sachen klauen und er mischt dir zu Hause was zusammen irgendwie. So eine kleine Drogenküche. Kannst du nicht verraten. Was willst du werden für eine Medizinerin? Vielleicht Kinderärztin. Hui. Ja, viel Spaß. Das ist krass. So, was haben wir noch so hier? Hier, ihr zwei. Es sieht so ein bisschen lost aus, ehrlich gesagt. Ein bisschen, weiß ich auch nicht. Was, ihr macht Sport. So Spoho oder was? Ah! So seht ihr auch aus. So. Boah, Spoho war so geil. Wenn du so, weißt du, wenn du so Leute hattest in so einer Gruppe und die haben so geredet, boah, ich muss noch für die Klausur lernen, ihr habt so mega schwere Klausuren, ne? So, oh, das Physikum ist bald und oh, ich muss jeden Tag lernen. Und dann die eine so, ja, wir haben morgen eine Prüfung im Vampirfangen. Und du so, wow, das hört sich richtig krass an. Ihr seht halt auch so aus, so, ja. Studiersport, ey, morgen joggen, geil. Was macht ihr so? Was für ein Sport? Basketball. Aber du bist gar nicht so groß, ne? Ja. Unverletzt. So, bist du raus. Verdient ihr mit Geld mit Basketball? Dann auch schon, oder? Du machst ja, was machst du so? Skateboardfahren. Alter, echt? Ey, kannst du einen Shovit? Kannst du Kickflip? Heelflip? 360-Flip? Echt? Wow. Ich auch. Ja. Ich bin 10 Jahre Skateboard gefahren. Geil. Ja, nur skatest dann so eher so Street oder Halfpipe? Was geht ab?
Nur Street? Finde ich cool. Haftfarbe war immer lame, ne? Die mit den Helmen und so. So, komm, ciao, ey. Spielst du auch Tony Hawk? Auf der PlayStation Tony Hawk 2? Damit kann man eine Jugend verbringen, ne? Das ist richtig. Tony Hawk 2, wer kennt's? Das war geil, oder? Die ganze Zeit immer, oh, Combo Grind, yeah, oh, Dark Slide, ich hab's mir jetzt wieder gekauft, ey, ich komm zu gar nichts. Das ist richtig, richtig geil. Krass, bist du Profi-Skateboarder dann auch so? Also mit so Filmen und so? Wie heißt du? Hast du Insta? Das gucke ich jetzt, ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, Leute, ist mir scheißegal, wie ich sehen. Ich will jetzt wissen, ob der so ein Blender ist oder ob der das kann. Also, warte, Skate. Hast du blauen Haken? Nein, okay. Aber ich gucke jetzt. Ich gucke jetzt, warte, Skate. Skate Artist. Ich hab dich, Jan. Ich guck mal, was du so checkst. Oh, da steht. Oh, und, ah, da ist ein Tailslide. Muss ich mir direkt mal einziehen. Ah, ne, das war jetzt ein bisschen lame, aber. Oh, du bist echt gut! Applaus! Digga! Voll am Abgrinden, ey. Wow, crooked. Ja, nicht schlecht. Und da surfen auch, ne? Wenn schon, denn schon, ne? Krass. Oh, da ist aber. Ist das OnlyFans? Das ist ja. Eine Frenchiness habe ich dann. Ja, ich habe alles entdeckt irgendwie. Nee, komm. Ich folge dem Typen von Olympia, der gewonnen hat. Dagegen bist du echt ein Loser. Aber das ist nicht schlecht so. Ne? Aber das Leben ist immer ein Vergleich. Ja, und man darf ja immer nur einem Skateboarder folgen. Das ist die Insta-Regel. Das Leben ist immer ein Vergleich. Man ist immer nur im Vergleich gut oder schlecht. So, versteht ihr? Mhm. Und es ist aber schlimm, finde ich, im Leben, wenn man so richtig geile Erfahrungen gemacht hat. Wenn man zum Beispiel mal was Geiles gegessen hat und dann kocht jemand für dich und du denkst, okay, danke. Oder wenn du mal geilen Sex hattest und dann nicht mehr. Kennt ihr das? Ja. Ja? Mhm. So, zum Beispiel bei euch, ne? Mit der, also ihr zwei. Ihr seid ja jetzt wahrscheinlich, ich denke mal, ihr seid so Mitte 20 oder so, Anfang Mitte 20, ne? Das heißt, ihr hattet ja auch schon Partner und Partnerinnen vorher, ne? Ist das, was ihr jetzt habt, das Beste, was ihr je hattet? Ja, weil es ist ja alles so ein Trade-off. Also ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, mein Partner, Mann, mit dem ich verheiratet bin, ist nicht der, mit dem ich die beste Spielezeit hatte, weil so nennen wir das. Und aber er ist in einem anderen Bereich, er hat viel Geld und das kann einiges wieder rausholen, Leute. Das ist, machen wir uns nichts vor. Also man muss immer Abstriche machen, auch wenn man im Testzentrum arbeitet. So, ich habe, glaube ich, genug erzählt für heute. Wir sind heiß, wir skaten, wir grinden heute durch die Show. Mit den Augen von einem Skateboarder hier am Start. So. Ich kann auch hier Kickflip. Aber hast du schon mal was verletzt so richtig? Ja, alles eigentlich. Alles, ne? Ja, ist immer scheiße, ne? Ich bin auch immer nach Hause gekommen, irgendwie Daumen gequetscht, Bein weg, alles war immer so, richtig, richtig asozial. Aber es macht Spaß. Und es die Chickas lieben es, ne? Safe. Ja, Mann, ey, safe abgegrindet. Safe. Und Girls geslidet, geil. Oh, ich wäre auch ganz so. Aber dann wäre ich halt auch arm. So, wir haben hier auf jeden Fall geklärt, wo die Reise auf dieser Show hingeht. Und ich glaube, wir sind soweit. Wir befinden uns heute im Nightwash Talent Award Finale. Das heißt, ihr entscheidet über die Zukunft von 8 jungen Talenten. Und ich bin sehr gespannt. Wir hatten zwei echt gute Halbfinals. Deswegen haben wir auch echt ein krasses Teilnehmerinnenfeld jetzt hier richtig im gut. Finale. Und ihr dürft dabei sein. Wow, Glückwunsch, geil. Die Scharren mit den Hufen. Ich glaube, wir fangen jetzt gleich an. Aber der Svenny, der alte Musician. Ich würde gerne noch so einen kleinen Hexenkessel zaubern. Wird hier euch noch ein bisschen einheizen. Und ihr habt da richtig Lust drauf. Sehe ich das richtig? Oh yeah! Sven, okay, Jan, ich mache jetzt einen imaginären Olli von der Bühne, ja? Und ihr rastet komplett aus für Simon Stäblein. Erst ab dem Olli. Soll ich dich anschieben?
Ah, nicht stolpern. Simon Stäblein. Keiner kann einen Kreuzbandriss so gut kaschieren wie Simon Stäblein. Sehr schön. So Leute, bevor es jetzt losgeht, würde ich gerne hier so ein bisschen so Stimmung in den Raum bringen. Ich habe extra einen Song geschrieben, ich habe den ein bisschen upgegradet. Und es wäre so cool, wenn wir das, weil der ist ganz, ganz kurz, der Song, wenn wir den so richtig geil appreciaten könnten. Das heißt, wenn ich gleich anfange, der ist so ein bisschen temporeich. Wenn ihr einfach so, ja, du machst es schon genau wie dich, Philipp, hier, der Fashion-Bio-Student. Woo! So, wenn ihr dann alle so, wow, das ist richtig cooler Shit, ja, yeah, okay. Wenn ihr so mitnicken könntet, das wäre geil. Und dann gibt es eine Stelle in der Strophe am Anfang zweimal, das leide ich so hier so rüber und spiel das. Und dann, wenn ihr auf der 4, ihr seid ja alle musikaffin, wenn ihr da einmal so kurz, weil wir sind ja ein modernes Format, wenn ihr einmal so kurz pra machen könntet, alle zusammen. Ich dachte erst lilili, aber pra ist besser. Okay, das kriegen wir hin, das proben wir gar nicht. Viel Spaß, es geht los. Denkt an den, denkt ans Kopfnicken. Es gibt Tony Hawk, du siehst ein bisschen aus wie Tony Hawk, ey, wirklich. Okay. Es ist Talent Award, oh, die Spannung steigt. Hinter der Bühne kalter Schweiß, oh, wer holt den Pott? Wer macht das Rennen? Wen wird bald das ganze Land schon kennen? Bra. So, sehr gut, ja. Es kommt die Creme de la Creme der Nachwuchs-Comedy. Stand-up at its best trotz Pandemie. Und für alle Talents haben wir einen Rat, der so manches an Aufregung erspart. Ja, jetzt seid ihr schon fertig. Denn Felix Lobrecht hat das Ding hier nie gewonnen. Genau wie Simon und ich. Und wir haben im selben Jahr teilgenommen. Tanedi hat's mal moderiert, doch nie als Siegerin jubiliert. Genau wie Caro Kebekus, weshalb man klar feststellen muss, du musst nicht gewinnen, um den Durchbruch zu packen. Oh, stell dich einfach hier hin, sei lustig und dann nur nicht verkacken. Dankeschön, das war's schon. Ihr wart fantastisch. Das ist es. Und wir fangen an, Leute, mit dem ersten Talent aus Köln. Hier ist für euch Tobias Born. Hallo. Schön. So, und das ist der Moment, wo einer am Publikum denkt, ist der geschminkt? Die Antwort ist ja. Ungefähr so stark wie Harald Glöckler an einem Feiertag. Und das nicht nur für Nightwash. Aber es gibt sehr viele Menschen, die was dagegen haben, wenn Männer sich schminken. Zum Beispiel Barbara Schöneberger. Die hat gesagt, Männer sind Männer und deswegen bitte nicht schminken. Auch nicht die Augenringe. Was? Nicht mal die Augenringe? Leute, ich war einmal ungeschminkt im Büro, ja? Das war für niemanden ein guter Morgen. Ich komme rein aus allen Büros, meine KollegInnen. Oh, Tobias, was ist los? Geht es dir gut? Und ich so, reißt euch zusammen. Ich bin nur ungeschminkt. Also krass. Gott sei Dank, wir dachten, du hast was Schlimmes. Er ist in das Büro gewechselt. Aber ich glaube, Augenringe, also gerade Augenringe, sind gesellschaftlich nicht akzeptiert. Es gibt eine Personengruppe, wo sie geduldet werden, und das sind frisch gebackene Eltern. Sind heute Abend welche hier? Hat jemand vor kurzem ein Kind bekommen? Niemand? Wunderbar, wir können die gemeinsam hassen. Ehrlich, wenn du ein Kind bekommen hast, kannst du abends völlig problemlos beim Bierpong versacken und am nächsten Morgen komplett zerstört ins Büro gehen und sowas sagen wie, Alter, war das eine Nacht. Leute, ich habe kein bisschen geschlafen, ehrlich. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, unser Leopold zahnt. Ich hatte noch nie so eine schicke Ausrede, ja? Gut, jetzt könnte ich mir auch ein Kind zulegen. Das ist aber gerade persönlich, privat und biologisch schwierig. An der Stelle hat mal jemand reingerufen, ja, weil du eine Schwuchtel bist. Da sieht man daran, wie du mit dem Arm rumfuchtelst. Und das ist genauso beleidigend. Wie zutreffend. Sehr gut erkannt. Ehrlich. Ich weiß heute, der wird einfach Mitarbeiter bei der UEFA gewesen sein. So einen gewissen Integrationsgrad hat man da. Aber ich möchte allen heterosexuellen Männern Mut machen, sich zu schminken. Ja, warum denn nicht? Ich glaube, es gibt mehr heterosexuelle Männer, die sich geschminkt haben, als man denkt. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass irgendein Märchenprinz von Natur aus so schön war? Alle geschminkt.
Gut, jetzt ist mir aufgefallen, es gibt eigentlich kein Märchen, das aus der Perspektive des Prinzen erzählt wird. Wir wissen nie, wo der herkommt, was seine Absichten sind. Wir wissen eigentlich nicht mal, ob der adelig ist. Ja? Prinz Markus von Anhalt. Wenn der vorbeikommt, kriegst du kein Schloss. Du kriegst einen Herpes. Und deswegen müssen wir das hinterfragen. Ich habe das für euch gemacht. Der Original-Disney-Film Schneewittchen dauert 84 Minuten. Der Prinz ist davon 4 zu sehen. Zu sehen. Das reicht nicht für Smalltalk. Und das kann man niemandem vorwerfen, weil Smalltalk die Hölle ist. Ich war letztens auf einer Party und da kam eine Frau zu mir, eine Freundin, die sagte, Tobias, was trinkst du denn da? Und ich so, Leitungswasser. Und es war wirklich Leitungswasser, weil ich Durst hatte. Und die so, krass, Tobias, Leitungswasser, Kölner Leitungswasser? Ja, bist du denn wahnsinnig? Und ich so, Tobias, ich habe das letztens gelesen, Mineralien sind sehr ungesund. Und ich so, Tobias, Kölner Leitungswasser ist voll mit Mineralien und Kalk. Und Mineralien sind Steine. Und ich so, Wenn ich recht überlege und ich morgens in Köln-Ehrenfeld duschen gehe, ich gehe gar nicht mehr duschen. Ich gehe zur Steinigung. Ehrlich, so eine Scheiße kannst du ja nicht anhören. Deswegen Smalltalk kann ich verstehen, das möchte man nicht. Aber was ist denn, wenn so ein Märchenprinz tatsächlich homosexuell gewesen ist? Wir wissen es ja nicht. Der war einfach im Wald, unterwegs, wat bummeln, ja? Hat so in die Schaufenster, gut, Schaufenster gab es nicht. Der hat bei wildfremden Menschen in die Fenster geschaut. Wir können das nicht wegreden. Und irgendwann ist er an ein Fenster angekommen und war sofort verliebt, als er Dornröschen gesehen hat. Aber eben nicht in Dornröschen, sondern in die Farbe des Lippenstifts. Und dann ist er da eingebrochen, hat alles durchwühlt. Ich meine, es kann sein, wir haben keine validen Informationen, was der in dem Raum gemacht hat. Der hat alles durchwühlt, hat diesen Lippenstift aber nicht gefunden. Dann hat er sich kurzerhand entschlossen, die zu küssen. So in der Hoffnung, dass der Lippenstift nicht kussecht ist. Und dann hat er sich irgendwann ganz vorsichtig, ich meine, er hat gedacht, die schläft, hat irgendwann sich ganz vorsichtig auf den Weg gemacht. Als er näher, also er hat ganz vorsichtig näher gekommen, irgendwann so, der hat nicht gewirkt, weil das eine Frau ist. So tolerant wird er gewesen sein, aber die hat da 100 Jahre gelegen. Die hat 100 Jahre die Zähne nicht geputzt, ja? Daran seht ihr, wie sehr der das gewollt hat. Das heißt, der auf dem Weg, immer noch mit so einem irgendwann legen die Lippen auf, wahrscheinlich noch mit so einer Wippbewegung. Es muss sich lohnen, es ist ein furchtbarer Moment für alle in dem Raum. Jetzt hat er nicht mit der gerechnet. Der küsst die und diese 116 Jahre alte Frau wacht auf und ruft, ah, mein Retter. Das ist ein schlimmer Moment, was machst du denn da? Der steht da, Retter, ja, hier. Da bin ich. Und ich kann das verstehen. In dem Moment bist du viel lieber ein Retter als ein perverser Einbrecher. In diesem Sinne, seid wer ihr sein wollt, aber kein perverser Einbrecher. Vielen Dank. Talent Nummer 1. Tobias Bohn! Puh, Tobias Bohn. Im Wald. Mögt ihr Waldpilze? Ich finde es voll oft so eine Verarschung, wenn da irgendwie steht, es wäre eine Waldpilzcremesuppe, weil die sind ja nicht aus dem Wald. Die sind aus dem Keller. Pilze wachsen in irgendwelchen Riesenfarmen, du wirst das validieren, im Keller. Aber Kellerpilzsuppe hört sich halt einfach nicht so schick an. So ein Kräuterseitling, der wächst nicht im Wald, der wächst auf Substrat. Champignons auch. Pfifferlinge vielleicht. Oder Steinpilze. Aber die sind zu teuer für Leute wie euch, deswegen. Was guckst du so weg? Ist dir unangenehm? Du kannst dir die leisten? Cool, cool.
Warum? Das würdest du so eine App programmieren. Als wärst du so ein Geschäftsführer von OnlyFans. Was machst du? Warum kannst du dir das leisten? Was? Geerbt? Oh, das ist billig. Das ist hart billig. So, ich habe wenigstens geblasen. So, weißt du? Aber, weil so, oh, so, aber du siehst schon so aus wie so ein richtig arroganter Erbe. So, oh. Wenn deine Kommilitonen dich so voll labern, oh, ich kann mir keine Wohnung, oh, und die Mieten, und du so, well, nee, wie viel hast du geerbt? Komm, jetzt hau mal einen raus. Du bist was? Streetwalker. Was ist das? Also das ist, wenn du mit Jugendlichen arbeitest. Und das wirft so viel Cash ab? Ja, du hast gelogen. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob du gelogen hast oder ob das jetzt unangenehm war, dass du so ein reicher Erbschleicher bist. Das, ich finde das noch raus. Ich fange an, dich zu stalken. Ich hab richtig Bock, dich zu stalken. Komm, wir stalken den zusammen mit dem Skateboard. Fahren wir mal mit der Hand. Wir sind nur hier Kickflips üben. Ach, herrlich, mein französisches Couple, ihr habt euch ganz weit weggesetzt, dass ich euch heute nicht hops nehme, könnt ihr vergessen. Heute siehst du aber ein bisschen irisch aus, finde ich. Mit diesem grünen Hut. Ah, sofort wird die Sprache gewechselt. Hello. Wow. Du siehst wie ein Glücksbringer aus. Wie so ein Kleeblatt. Ich fliege morgen nach Glasgow. Ja, auf die UN-Klimakonferenz. Und ich fliege über Singapur, weil es billig ist. Well, muss nehmen, was man kriegt, Leute. Ist halt einfach so. Machst du nix. Boah, wenn die in der Business Class wieder dieses eklige Rührei haben, ey, dann raste ich aus. So, wir machen weiter mit dem nächsten Talent. Er kommt aus Hamburg. Er hat einen sehr lustigen Auftritt im Halbfinale hingelegt. Ich habe wirklich sehr gelacht. Pressure. Deswegen bin ich froh, dass er jetzt hier im Finale ist. Er hat es auf jeden Fall verdient. Hoffentlich räumt er wieder ab. Hier ist für euch aus Hamburg Anton Knaus. Moin, ich bin Anton und er hat recht zu Comedy. Manchmal Comedy ist ein bisschen, man fühlt sich wie so eine Zigarette in einem Raum mit Helmut Schmidt. Begehrt, aber ängstlich. Ich persönlich, Comedy ist für mich echt gut, weil ich persönlich spüre kaum Angst. Komplett angstfrei, auch Dummheit, egal. Aber es gibt so im Grunde nur zwei Sachen, die mir Angst machen. Das sind zum einen sind das Hunde mit einer Schulterhöhe ab 55 Zentimetern. Das ist so ein Kanackending. Und das andere, das sind so Barfußmenschen. Und ich meine nicht so Barfußmenschen wie du und ich. Hey, wart ihr dieses Wochenende auch im Barfußpark? Oh ja, so gut für den Rücken. Nein. Ich meine richtig, weißt du, so Hardcore-Hobbit-Arschloch. So November, Dezember, Januar barfuß durch die Welt. Weißt du, ich meine, jede zerbrochene Glasflasche Selbstfindungstrip. Was ist los? Ich kann die nicht leiden, weil du hörst die auch nicht kommen. Die schleichen sich an und Füße stallhart. Ich hatte so einen Kollegen, weißt du, Freunde, die du so mit so aus der Schulzeit mitnimmst. Ne? Früher war der okay, jetzt läuft er barfuß rum. So, ich lade ihn zu mir nach Hause ein, gibst du dem Hausschuhe, fickt er die Hausschuhe. Gibst du dem keine Hausschuhe, zerkratzt er mit seiner Hornhaut die Fliesen im Bad. Ich hasse ihn. Und Hunde ist so ein Ding, ich glaube, kein Land, also ich komme gebürtig aus Russland und ich meine so, meiner Erfahrung nach, kein Land behandelt seine Hunde so wie Deutschland. In Deutschland, dein Hund, wenn er nicht zur Hundeschule geht und irgendwie die Mondscheinsonate ballert, Alter, kommt gleich Stern-TV und Polizei an, Alter, was ist los? Auch so ein Unterschied, ich weiß noch, ich war so klein, so 4, 5 Jahre alt und ich bin so auf dem Weg nach Hause mit meinem Vater und das war in Russland und der Hund vom Hausmeister reißt sich los, läuft auf uns zu. Und das Ding ist, er bellt nicht, weil er will dich nicht vertreiben, er will dich töten. Er läuft auf uns zu und springt mir so ins Gesicht, will mich so beißen. Und in dem Moment, wo er mich so quasi beißen will, mein Vater hält einfach so die Hand davor, lässt ihn sich so da rein verbeißen, so dann rumzt er eine Viertelstunde, bis er müde ist, drückt ihn runter, pam, pam, pam und kickt ihn weg so. Ich kann mich nicht so gut dran erinnern, aber so erzählt mein Vater die Geschichte immer. Aber die Angst vor Hunden, die bleibt halt so, ne? Wenn ich so einen Hund sehe, ich hab gleich Schiss.
Und ich habe sogar über die Jahre so eine Methode entwickelt, wie ich so deutsche Hunde von ausländischen Hunden unterscheiden kann. So, deutsche Hunde kriegen einfach so viel Ei ins Futter, die glänzen wie so ein Reflektor im Park. Weißt du, wie so ein Vampir von Twilight sitzt da, glänzt und spielt Klavier, Alter. Crazy, ey. Vor einer Weile war ich so im Stadtpark unterwegs, als so ein bisschen wärmer war. Und ich sehe auf so einer Steppdecke so meine zwei Erzfeinde liegen. So eine blonde Rasteralte, die so ihre dreckigen Zehen so in die Sonne streckt. Und neben mir auf der Decke so eine riesen Pitbull-Maschine. Weißt du, wie ich meine? So Kopf wie so ein Pferdearsch, wo du richtig schön so den Spalt in der Mitte gesehen hast, wo einfach die Kiefermuskulatur ansetzt. Richtig schön gesehen, als er an seinem Autoreifen rumgespielt hat. Ich starre da halt hin, weil ich versuche zu checken, wie matt der ist, so, ne? Und ich habe gleich gesehen, weil das Ding ist halt, ne, so Mercedes-AMG vom Puff matt. Weißt du, wie ich meine? Hardcore matt. Und ich starre da halt hin und er dreht sich so zu mir. Unsere Blicke treffen sich und er läuft einfach stumpf auf mich los, so. Und ich habe noch gehofft, vielleicht habe ich Glück, aber gleich gesehen, das ist kein deutscher Hund. Deutscher Hund, Schlabberohren, ich habe meinen Schwanz. Liberté, Liberté. Ausländischer Hund, ich habe Ohren wie Satan, Alter, ich habe keinen Schwanz. Läuft auf mich zu, ich bin gleich wieder 5 Jahre alt, voll Angst. Und jedem normalen Menschen wird jetzt irgendwie so sein eigenes Leben so vom inneren Auge ablaufen. In meinem Kopf läuft so das Leben von dem Hund von meinem inneren Auge ab. Und ich denke so, ohne Scheiß, der Typ, ey, hundertprozentig irgend so ein geretteter Hund aus Südamerika. Weißt du, wie ich meine? So irgendwie vor 7 Jahren in Kolumbien, so ein Drogenkartell wird vom Militär geraidet, ne? Und die züchten da Hunde seit Generationen, so eine Pitbull-Kampfhundbrigade, so für Menschentöten und Feldarbeit, so mit großen Pferdearschköpfen. Die sitzen da, das Militär stürmt rein, will so den Drogenbaron attackieren. Er sagt so, fast, die Hunde verteidigen ihn, das Militär schießt, die Hunde fangen alle Kugeln ab, alle sterben, alle sind tot, aber so ein kleiner Pitbull-Welpe, so die nächste Generation, die überlebt das so, sieht so seine Mutter sterben, so, Madre, no! Ja, entwickelt richtig Hass auf Menschen, so. Und dann seine Mutter, Hector, no! Ne? Und Hector haut so ab in den Wald, kämpft sich so durch den Dschungel durch bis nach Bogota. Die ersten 2 Jahre hält er sich so mit Verticken über Wasser. Was los? Aber dann irgendwann wird er so gefangen genommen von so einem Judge Dredd Hundefänger, kommt in den Hundeknast von Bogota. Aber Hector ist kein Lapp. Mit so einer angespitzten Zahnbürste kämpft er sich so einfach die Gefängnishierarchie hoch. So, was los? Auf jeden Fall, einen schönen Tages kommt Claudia, Backpacker, Barfußtourist aus Deutschland. Hallo, ich möchte gerne Hund retten. Die Frau, die da arbeitet, führt sie so zum Zwinger. Si, Signora. Sie schaut sich das so an. Oh, ein Chihuahua. Ein Labrador-Mischling. Was macht denn da der stille Hund in der Ecke? Mit dem sehr großen Kopf und der Narbe im Gesicht. Signora, ist das ein Tränentattoo? Oh, Signora, no. Das ist Hector. Hector ist nicht wie die anderen Hunde. Wer füttert ihn nicht? Der frisst andere Hunde. Hector spielt nicht, Hector bellt nicht, Hector wartet. Alles gut, ich habe starke Füße. Auf jeden Fall, Hector ist jetzt mein Problem. Und der erste Gedanke, den ich habe, okay, what the fuck, was hat Papa immer gesagt? Nimm den schwachen Arm, den du entbehren kannst. Und ich warte so auf den Einschlag und denke mir, okay, Motherfucker, du kriegst den Arm, ich nehme dein Leben so. Und ich warte so, aber Hector, kein Wachhund, Gefängnishund, greift nur die Beine und die Eier an. Ich stehe wie der letzte Trottel, nimm den Arm, nimm den Arm! Aber dann kommt der Moment, da musst du sagen, bin ich ein Kind, bin ich 5 Jahre alt oder bin ich ein Mann? Und ich bin einfach schnurstracks Richtung Kinderspielplatz gelaufen. 15 andere Ziele. Aber hey, Comedy! Vielen Dank, das war von mir, Anton Knauf. Das war für euch, Anton Knauf! Olli knows Willy Schobbit. Ja, geil. Ich finde barfuß eigentlich okay. Was ich noch schlimmer finde, ist Leute, die diese Schuhe anhaben, die Füße sind. Kennt ihr so Füßlinge? Das ist richtig random, oder? Ja, so sieht mal aus wie so Reptilien, die irgendwo rumschleichen. Die so, zieh das aus. Ja, wie so ein Velociraptor. Das sind keine Hände. Hör auf. Ich hätte auch gern einen Hund. Wer hat Hunde? Hat jemand einen Hund? Ja, oh.
Der was denn für ein? Ein Mischling aus 5. Alter, wo hast du den mitgenommen? In Thailand? Okay, und wo weißt du, dass es 5 sind? Weil die Eltern schon Mischlinge waren. Und ein Elternteil der Eltern auch schon. Da ging die Post ab. Ha? Ich finde so diese Thailand-Hunde tun mir immer leid. Eigentlich möchte man einen mitnehmen, ne? Aber die sind auch oft richtig wasted. Also die weiblichen Hunde, weißt du, die hatten schon so viele Babys, you name it, die hatten schon so viele Babys, die schleppen dann so die Brüste über den Teer irgendwie und sind, weißt du, was ich meine? Und ich würde voll gerne dann aus dem Tierheim nehmen, aber dann hätte ich Angst, dass er irgendwie so ein bisschen so einen Hau weg hat. So, weißt du, die Mikrowelle geht und er springt vom Balkon. Also irgendwie so eine Verhaltensstörung, weißt du, ich hätte auch voll gerne einen Pfau einfach und... Und da habe ich das gleiche Problem, so wenn er dann so eine Verhaltensstörung hat oder so. Ne? Stell mal vor, du nimmst ihn mit in Urlaub, du gehst in den Flieger, packst ihn gerade oben in das Handgepäckfach rein und dann geht er auf. So, weißt du, dann geht er einfach nicht oben rein irgendwie, weil er aufgeregt ist und dann so ein blödes Ding aufmacht. Dann musst du den raustragen durch den ganzen Gang und alle beschweren sich. Ich habe mich wirklich umgeguckt nach dem Pfau. Und ich voll gerne einen hätte. Geht nicht wegen Lärmbelästigung, weil die immer so laut sind. Die machen immer so, warum? Es reicht so, dass du so schön bist. Aber nee, die müssen schreien. Und dann habe ich mich mal erkundigt und bin zu so einem Laden, so einem Zooladen und die haben Pfauen. Und dann waren die aber gerade in der Mauser. Und dann verlieren die alle ihre Federn und sehen aus wie so Cracktauben. Es ist so richtig... So richtig erbärmlich. Du erwartest halt so voll einen schönen Vogel und dann hängen die so rum irgendwie und was haben doch so eine Feder, so, hey, was geht? Hat jemand Bock? Und dann habe ich nämlich auch mal, als ich noch da war und die waren noch schön, das war im Frühjahr, weil da haben die alle Federn. Und dann hat er so aufgemacht, ist so rumgelaufen, ne? Und dann habe ich den mal von hinten angeguckt, weil ein bisschen interessiert hat, ne? Und Pfauen. Wenn die ihr Rad schlagen, sind von hinten ultra hässlich. So, das ist so ein kahler, grauer Arsch mit so ein bisschen Down und Kacke. So, und die wollen halt nicht, dass das jemand sieht. So, und deswegen laufen die immer so. Nein, nein, guck her. Hey, komm her. Nicht den Arschloch gucken. So, wie so Disco-Pumper, weißt du, die den Rücken immer nicht trainieren und dann solche Arme haben. Was ist los? Ja? Rucksack geht nicht. Voll gerne. Pfau oder ein Waschbär. Waschbären wären jetzt auch geil, ne? Waschbären, wie süß sind eigentlich Waschbären? Habt ihr schon mal Waschbären gesehen? Und die werden immer in Deutschland, die sind so invasiv. Wir kriegen bald Waschbären. So, ich würde voll gerne die Mülltonne aufmachen. Da ist so eine Waschbärenfamilie. Weil die sind so... Weil die sind auch mega frech, ne? Ich meine, überlegt euch das, guckt euch das Tier mal an. Das hat schon so eine Binde, weißt du? Die sind von Evolution so gemacht worden, so... Was klauen wir jetzt? In New York gibt es Waschbärenjäger, die Waschbären erschießen sollen, weil das eine Plage ist. Ne? Und das Problem ist, dass die Waschbärenbabys einfach zu süß sind. Wirklich. Und die Jäger kriegen es nicht hin, die zu erschießen, weil die zu cute sind. So, die gucken dann so, sorry wegen dem Müll und den Stromkabeln. Und das ist wirklich, das ist keine Lügengeschichte. Die Jäger können die nicht umbringen und dann sagen die so, okay, dann fahre ich euch halt in den nächsten Wald. So, dann fahren die aus der Stadt raus in den Wald und die so, wir kommen auch nie wieder. Das war's letzte Mal. Wir bleiben jetzt hier. Ein Scheiß bleiben die hier. Die nehmen sich den nächsten E-Scooter und fahren direkt zurück in den Central Park. Weißt du? Komm, wir schmeißen die Scooter in den Hudson River. Fuck off. Entschuldigung. Wir haben nicht gesagt, das war das allerletzte Mal. Ich liebe Waschbären, Raccoons. Egal. Okay, wir machen weiter. Ich raste durch, ist auch gut. Wir machen weiter mit dem nächsten Talent. Er war im zweiten Halbfinale, er ist über die Wildcard reingekommen. Das heißt, das Internet hat ihn gefeiert. Als gäbe es keinen Morgen. Und jetzt ist er hier im Finale. Er ist, wie gesagt, Kölner. Und hier ist für euch der... Ich habe den Namen vergessen. Scheiße. Soll ich einfach sagen? Okay, wait a minute. Ich hab mal so eine Show moderiert. Ich habe mal so eine Show moderiert. Und da, weil ich... Es sind viele Namen. Es sind viele Leute, ne? So in kurzer Zeit. Und ich bin dumm. Und ich habe so eine Show moderiert und da war dann so ein Typ und der hatte so ein kleines Puppentheater da in der Hand dabei, ne, mit dem der so kleine
Puppensachen gemacht, voll creepy. Und dann hat er damit so gearbeitet, ne? Und ich habe halt echt nicht gewusst, wie der heißt. Und ich habe die ganze Zeit in meinem Hinterkopf, kennt ihr das, wenn so ein zweiter Film in deinem Kopf läuft? Irgendwie so blablabla. Und du stehst auf der Bühne und redest und so. Und ich wusste nicht, wie er heißt. Und ich habe mich so, Scheiße, wie heißt das nochmal? Wie heißt das nochmal? Wie heißt das? Und er stand da unten und ich so, und jetzt für euch der Typ mit der Box. Und er kommt so hoch, okay. Und alle dachten, er heißt der Typ mit der Box. Das ist ja mega gut. Oh mein Gott, ey. Hier ist für euch Marius Roman. Danke, Simon. Wow, well, wir sind enge persönliche Freunde. Ja. Ja, geil, Finale. Ja, letztes Jahr um die Zeit war noch Lockdown. Krass, ja, ich habe im Lockdown viel mit den Kumpels von meinem Bruder gechillt. Und da habe ich gemerkt, wie schnell die Zeit vergeht, weil vor 5 Jahren habe ich den Jungs noch Bier gekauft und dieses Jahr wurde der erste schon 16. Ja, die Kumpels von meinem Bruder sind echt cool. Also die erfüllen das eine Kriterium, was du haben musst, wenn du mit mir befreundet sein willst. Sie kiffen. Und ich will jetzt nicht sagen, sie kiffen viel, aber sie gucken deutsche Filme mit deutschen Untertiteln. Ja, ich fand das geil im Lockdown. Ja, die Stars haben uns gesagt, stay at home, it's so easy. Ja, wenn dein Haus so groß ist, dass deine eigene Postleitzahl hat. Meine Wohnung ist so groß wie ein VW-Bus. Ich habe so ein 25 Quadratmeter Einzimmer rotes Backstein-Kackding. Ja, ich habe 50 Parteien im Haus, daneben ist noch ein Haus. 50 Parteien, rotes Backstein, daneben noch eins, noch eins, noch eins. Der ganze Bereich sieht aus wie eine Mischung aus Amsterdam und JVA. Und Amsterdam nur wegen dem Geruch nach Gras, der aus meiner Wohnung kommt. Und als wir da nicht rausgehen durften, habe ich mich auch gefühlt wie in einem Scheißknast. Wenn mir in meiner Dusche was runtergefallen ist, habe ich es liegen lassen. Weil es so dreckig ist, ja. Wir können jetzt auch, wenn ihr Bock habt, eine Runde Mau Mau spielen, aber ich spiele nur noch um Zigaretten. Und als der Lockdown vorbei war, wir durften wieder rausgehen, ich war völlig verwirrt. Ich habe mich mit meinen Kumpels getroffen, ich bin instinktiv nach einer Stunde nach Hause gegangen, weil ich dachte, mein Hofgang wäre vorbei. Ja, ich bin auch manchmal verwirrt und es liegt nicht immer an mir, ja, es liegt auch manchmal an anderen. Ich habe letztens meine Mutter besucht und sie sagte, Marius, ich muss dir was Wichtiges sagen. Ich sage, ja Mutter, schieß los. Ich war schon mal verheiratet. Okay? Mit einem Jugoslawen. Hä? Es kann nur einen logischen Grund geben, warum sie mir das erzählt. Ich bin Jugoslawe. Das erklärt meine Spielsucht. Ich darf jetzt solche Sprüche machen, ja? Ich bin seit 2 Monaten Jugoslawe. Hab mir direkt ein paar Trainingsanzüge gekauft. Ein paar BMW-Felgen. Für meinen Roller. Ist auch geil, ich fühle mich richtig wohl in meiner neuen Identität. Da hinten im Backstage hat keiner gemerkt, dass ich alle Handys gezockt habe. Ich hätte es aber auch schon früher wissen müssen. Bei uns gab es 3-mal die Woche Cevapcici. Ich war der Einzige in der 4. Klasse, der ein Auto kurz schließen konnte. Ja, ich freue mich schon auf die YouTube-Kommentare. Aber ich kann gut mit Beleidigungen umgehen. Also wirklich, ich kriege häufig welche. So, manchmal subtiler, manchmal nicht subtiler. Ja, ich saß letztens im Zug und da in so einem Vierer und da sitzt da so eine ältere Frau und die steht auf und die sagt, Entschuldigung, können Sie ein Auge auf meine Tasche werfen? Ich sage, ja klar. Dann geht die und ich höre, wie sie sagt, Entschuldigung, können Sie ein Auge auf den jungen Mann werfen? Was ist das für eine Scheiße? Das war aber noch so halbwegs subtil. Ich habe letztens versucht, eine Frau anzusprechen, ja, und sie guckt mich an und ich gucke sie an und ich sage, hey, ich finde dich süß. Und sie sagt, danke, ich habe einen Freund und ich finde dich sowieso hässlich. Ja, das hat mich auch extrem verletzt, aber dann habe ich einen Artikel gelesen über Tintenfische. Und da stand drin, dass die weiblichen Tintenfische die männlichen Tintenfische erwürgen, wenn sie keine Lust haben, sich mit ihnen zu paaren. Und da dachte ich, okay, es gibt schon schlechtere Alternativen. Ja, dann nehme ich doch ruhig hässlich. Aber ich habe mich dann direkt gefragt, wissen die männlichen Tintenfische, worauf sie sich einlassen? Überlegt mal, das wäre voll unfair, wenn sie es nicht wissen. Ihr seid so ein junger männlicher Tintenfisch. Ihr seid das erste Mal draußen im Korallenriff. Habt Bock, ein bisschen abzuzappeln. Habt Druck auf den Füller. Und dann kommt irgendeine Bitch und erwürgt euch. Was ist das für eine Scheiße? Ja? Und die sind richtig asozial. Die machen das auch nach oder während des Geschlechtsakts. Denkst du so, geil, sie steht auch auf Würgen. Safe word, safe word. Ja, du gehst entweder tot nach Hause oder mit dem Fetisch. Und dann die Männchen, die wissen das. Ich habe mich da mal reingelesen. Ich habe mich da mal schlau gemacht für euch, weil ich keine Hobbys habe. Die Männchen, die wissen das, ja, die haben eine ganz geile Taktik. Die benutzen einen von ihren 8 Tentakeln als sogenannten Paarungsarm. Die fahren den aus,
der schwillt auf das Dreifache von der Größe an. Traumhaft. Die halten 2 Meter Abstand und einfach rein. Es kann sogar passieren, dass die Weibchen noch in der Grotte sitzen und die Männchen vor der Tür. Und einfach nur den Arm in der Oktopussy haben. Und wenn es denen zu brenzlig wird, dann cutten die sich selbst den Arm ab und verpissen sich. Ja, also wenn ihr mal irgendwo einen Tintenfisch seht, mit nur 3 Tentakeln, dann wisst ihr, der hat richtig gut gefickt. Ja, ich finde das auch ziemlich krass von den Weibchen. Ja, so, die ermorden den Mann, ziehen die Kinder alleine groß, erzählen dem auch noch, der Vater ist abgehauen. Ja. Der ist durchgebrannt mit einer Krake. Ja. Elternsprechtage auch geil, nur Mütter, ja, Vertretungslehrerin. Und es ist immer nur ein Thema. Es sind schon wieder 8 Schüler in Sexualkunde gestorben. Freunde, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit meinem Wissen über Tintenfische. Hm? Ihr seid jetzt Experten. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, schreibt mir bei MySpace oder ICQ. Meine Nummer habt ihr ja. Mein Name ist Marius Roman. Vielen Dank. Für euch, Marius Roman! Marius Roman! Habt ihr noch, hast du coole Fortpflanzungstiere? So Biologie, da lernt man doch auch viel. Oder? Fällt dir irgendwas ein, was noch geil ist? Franzi. Oh. 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 Ha, sheesh, cringe. Weil sie so... I didn't say that. Ich glaube, du hättest besser Schnabeltier sagen können, weil die haben nämlich, das sind die einzigen Säugetiere, die Eier legen. Das stimmt. Spannend, das stimmt. Und die haben Giftstachel, ne? Mhm. Die haben so ein Gift-Ding. Genau. Gift-Daumen. Ja, und die sehen auch richtig knuffig aus, so wie Waschbären. Platypus heißen die, ne? Wie heißen die? Platypus. Schnabeltiere. Schnabeltiere. Platypus. Ich finde Kuckuckse. Was sind die Mehrzahl von einem Kuckuck? Kuckü? Ich finde Kuckuck immer geil. So diese Technik, du legst einfach jemandem anderen das Ei rein und dann los, mach mal. Aber ich frage mich, wie dumm so ein Spatz ist. So, weil, schau mal, du gehst da hin und nach einer Woche ist das Ding einfach doppelt so groß wie du. Und du so, egal. Ich denke ja immer, ich bin gierig, ich bin schon krass gierig, ne? Aber habt ihr mal so ein Eulennest gesehen, wenn die Mutter kommt? Und die stopft denen sowas rein. Und die hören nie auf. Ist ja auch krass, die Evolution, ne? Du musst mal überlegen, wie das funktioniert, ne? Weil Milch, was wir machen, also ich nicht, aber ihr, ist schon geil, oder? So einen Saft produzieren, weil Vögel haben noch gekotzt. So, also Vögel waren einfach noch so, ich esse was und dann kriegst du was davon. So, und davor hat man einfach gar nichts gemacht, um die Nachkommen zu ernähren. Einfach so Fische einfach ins Meer gejisst. Und tschüss, viel Glück. Gut. Das war fast so awkward wie deine Antwort gerade. Aber egal, wir machen jetzt einfach weiter. Wir machen jetzt weiter mit einem großartigen Talent. Er ist auch aus Köln und auch er war sehr, sehr gut im ersten Halbfinale. Ich habe es geliebt, was er gemacht hat. Deswegen viel Spaß mit Sebo Sam! Dankeschön. Stellt euch mal vor, Comedians würden sich für jeden Lacher einzeln bedanken. Danke. Dankeschön, auch hier vorne, danke. Danke, du auch. Sehr sympathisch, danke, hallo. Du nicht, aber du, danke. Ach, du grinst ja richtig, das ist auch schön, das freut mich.
Hi. Gott. Du siehst deiner Mutter echt ähnlich. Also ich habe deine Mutter noch nie gesehen, aber Genetik. Dankeschön. Ja, meine Mutter hat mir letztens das Sie angeboten. Ja, ist echt komisch. Aber noch besser ist, ich bin letztens Enkel geworden. Ja, mein Vater wurde adoptiert. Und ich bin sehr froh, dass mein neuer Opa auch heute Abend hier ist. Da hinten steht er. Einen großen Applaus für meinen neuen Opa. Ich freue mich, dass er da ist. Ja. Ich weiß, wir kennen uns nicht. Aber die sind die älteste Person hier im Raum, deswegen hat es symbolisch einfach gut gepasst gerade. Ich mag euch. Aber trotz meiner komischen familiären Situation kann ich trotzdem heute voller Stolz behaupten, dass ich einen Abiturdurchschnitt habe. Ja, Freunde. Ich spiele jetzt ein Lied über mich. Ja, also über meine Charakterzüge. Gott, ja. Merkt euch beim nächsten Auftritt von mir, nicht alle durcheinander lachen, weil einer nach dem anderen besser lachen, weil ich will mich ja bei jedem auch wirklich bedanken, denn das war gerade nicht so gut. Klassiker. Manche Menschen leben. Ich höre ihnen zu und dann denke ich mir, Scheiße, das war ein Fehler. Manche Menschen lachen, ich gucke sie an und denke mir, als ob es in eurem Leben was zu lachen gibt. Ich ekel mich vor mir selbst, wenn ich nett zu anderen Menschen bin. Kurz bevor meine Sexualpartnerin zum Orgasmus kommt, höre ich auf, weil ich keine Lust habe auf das Rumgeschrei. Ich bin super, super, super sympathisch. Das ganze Universum mag mich. Ich bin super, super, super sympathisch. Jetzt alle mitsingen, okay? Ich kann das verstehen. Ich habe selber auch nie Bock mitzusingen, wenn ich im Publikum sitze. Aber ich finde, man muss auch manchmal Dinge von der Gesellschaft erwarten, die man selber nicht bereit ist beizutragen. Deswegen erwarte ich jetzt von euch, dass ihr alle mitsingt. Okay, habt ihr verstanden? Ich bin super. Das ganze Uni. Ich bin super, super, super sympathisch. Sag was dagegen. Und ich schlag dich. Ich steh bei grün und fahr bei rot, denn den Moment, wenn die anderen hupen, mag ich. Ich hab's nicht nötig, mich über andere zu stellen, denn meistens bin ich sowieso größer. In der Schule war ich damals nicht so gut, doch fast alle Lehrer waren schlechter. Kleine Kinder wollen mit mir fangen spielen, ich lehne ab und erkläre ihnen, dass es kindisch ist. Ich google nicht, wie man Freunde findet, ich google, wie man Freunde los wird. Leute sagen mir, du bist der Geilste. Ich sag, ja, ich weiß. Jetzt mal zusammen. Nee, du nicht. Ich liebe euch. Das Ganze. Ich bin. Ganze. Ich bin super, super, super. Sag was dagegen. Ah, und ich.
Hey Leute, Dankeschön. Das war das Lied über meine Charakterzüge. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Mann. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Ja, Freunde. Schlucke auf. Viele von euch fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum ich das selbe Outfit vom Halbfinale nochmal im Finale angezogen habe. Und da kann ich sagen, dass es dafür eine ganz einfache Erklärung gibt. Ist ja eine Stand-up-Show. Danke. Joyce, Sabos, Sam! Ist Ohrwurm-Qualität, ne? Oder? Ich hab's drin. Ich bin super, 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 super sympathisch. Ja, ist ein Banger, oder? Ich schlag dich. Was hört ihr so für Musik? Hört ihr Musik? Ne? Was hörst du so mit deinen Kindern? Rap? Ich höre lieber so die Geräusche von der Straßenbahn. Genie, sag mal, was hörst du für Musik? Also elektronische Musik, Rap, je nachdem, was mir Spotify vorschlägt. Oh, das ist ein Algorithmusopfer. Ja gut, dann Schlager. Hört jemand Schlager? Ja, genau. Hörst du Schlager? Eindeutig? Ist dir schon mal aufgefallen, dass in Schlagersongs alles 1000 Mal passieren muss, bevor es Konsequenzen gibt? Das ist schon krass, oder? Ja, 1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert. Ja, es ist dein Onkel, mein Gott. Ich liebe Schlager. Kennt ihr den Song? Nein heißt ja, wenn man lächelt so wie du. Kennt ihr das? Ist auf jeden Fall ein richtig guter Track. So schlimm, ey. Oh mein Gott. Egal. Wir machen weiter. Wir machen weiter mit der nächsten Teilnehmerin, mit unserer ersten Teilnehmerin im Feld heute. Doesn't matter. Übrigens sehen sie auch ein bisschen aus wie Bill Gates. So, der, oder? Oder? Der Großvater von, also der adoptierte Großvater von Sabo Sam hat was von Bill Gates irgendwie. Dann hab ich zwei Chips von ihm in mir. Ja, du hast zwei Chips. Bald gibt's das Upgrade. Ja, freue mich schon. Windows 11. Mir hat die Impfung gut getan. Deswegen, wir machen jetzt weiter. Sie ist aus Berlin. Ich bin froh, dass sie hier ist. Sie ist Sascha Schwarz. Hallo Köln. Wow. Wir haben ganz schön viele junge Brüste hier. Du siehst besonders jung aus. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 23. Okay, das sind keine Knospen mehr. Ich könnte mal klatschen. Wer ist richtig happy mit seinen Brüsten? Simon klatscht, geil. Oh, läuft bei euch, ey, krass. Ich beneide euch ein bisschen, weil ich bin, seit ich 14 bin ich mega eifersüchtig und neidisch auf diese perfekten Brüste aus der Werbung. Kennt ihr die? Wo der Nippel zum Himmel guckt, zu Gott. Ey, mein Nippel guckt nicht zum Himmel. Mein Nippel guckt zu euch. So erste Reihe. Also der hier, der schielt zu dem Skater. Deswegen mag ich das nicht, wenn Männer meine Brüste zu intensiv anfassen. Meles, kennt ihr diese Knettechnik? Diese Pizzateig-Knettechnik? Ich lieg so da und denk mir, Alter, was ist das? Ist das Vorspiel? Oder Brustkrebsvorsorge. Ich habe das mal angesprochen. Ja? Ich so, Antonio, ich weiß, du bist ein Italiener. Aber meine Brüste sind kein Pizzateig. Meine Brüste sind mehr so Hefeteig. Sie brauchen Ruhe. Wisst ihr, was er geantwortet hat? Ich will nicht deine Welt zerstören, aber Pizzateig besteht aus Hefeteig. Ich hatte Angst, dass er die eine Brust hochwirft, umdreht und in den Ofen schiebt. Ja, aber ich glaube, manche Männer brauchen diese Technik zum Stressabbau. Ja, es ist meine Theorie. Ich glaube, diesen ganzen Leistungsdruck, den sie im Bett heutzutage haben, die tun mir wirklich leid. Die müssen ja heute so viel leisten. Früher war es einfach. Früher hat es gereicht, wenn die Frau im Bett nicht gestorben ist. Heute muss sie multiple Orgasmen haben.
Und manche Männer sind wirklich überfordert. Ne? Ich hatte mal einen, wir waren mitten dabei und er wollte unbedingt, dass ich komme. Aber er wusste nicht wie. Ich nehme es nicht übel, ich weiß auch nicht wie. Und als wir mitten dabei waren, meinte er einfach nur, komm jetzt! Ich wollte nicht enttäuschen. Also habe ich alles angespannt, ja, ich habe an alles gedacht, an alles, nur nicht an ihn. Und ohne Scheiß, sowas denkt man sich nicht aus. Der dachte, wir kommen der Sache näher. Und er hat angefangen runterzuzählen. 10, 9, 8. Als wäre ich eine Rakete, ey. Oder eine Bombe. Wenn ich eine Bombe wäre, hätte er mich sowas von entschärft. Aber was wundert's mich? Ich hätte eigentlich ahnen können, dass er ein Freak ist. Weil ich habe ihn auf Instagram kennengelernt. Und ich bin Tänzerin und ich habe Fotos und Videos hochgeladen, wie ich tanze. Er hat sie alle geliked. Und dann hat er mich angeschrieben und gesagt, du, ich muss dir was gestehen. Ich kann gar nicht tanzen. Ja, auch nicht. Ich kann gar nicht tanzen. Und ich gucke ihn an und denke mir, ich weiß. Du heißt Helmut. Helmuts tanzen nicht. Helmuts marschieren. Ja. Nee, also es hat mich schon ein bisschen abgeturnt, ne, was er gesagt hat. Und ich wollte, dass er geht, aber ich wusste nicht, wie. Was hätte ich denn sagen sollen? Geh jetzt? 10, 9, 8. Hätte vielleicht geklappt. Ja, Applaus. Dankeschön. Nee, ich stehe auf so Sachen nicht. Ich stehe auch nicht auf Dirty Talk. Wenn ich Dirty Talk haben möchte, dann dränge ich mich an der Lidl-Kasse vor. Da lebst du Dirty Talk vom Feinsten, kann ich nur empfehlen. Aber ich bewundere Männer, die so ein Selbstbewusstsein haben, im Bett einfach so neue Sachen auszuprobieren. Ja, so irgendwie 1000 verschiedene Positionen. Ich als Frau, die einzige Position, die mich interessiert, ist, in der man mein Bauchfett nicht so sieht. Ja, und ich find's schon schade, dass wir Frauen so Komplexe haben im Bett. Ich glaube, die Schönheitsindustrie hat es wirklich geschafft, dass wir uns für ganz natürliche Dinge schämen. So wie Hängebrüste oder Zellulite. Kein Mann schämt sich für seine Eier. Ein Organ, das so aussieht wie Hängebrüste. Mit Zellulite. Wo ist die Schönheitsindustrie, wenn man sie wirklich braucht? Sowas wie Anti-Sackfaltencreme. Botox-Balls. Und dann gibt es Männer, die sind so richtig arrogant beim Sex und sagen, komm, leck meine Eier. Alter, deine Eier sehen aus wie ein Hängebauchschwein, Kugelfisch und Gockel. Ich leck deine Eier, wenn du meinen Tampon lutschst. Er merkt, ich habe ein bisschen derberen Humor. Ich komme aus Russland. Ja, es dauert, bis wir lachen. Und ich bin aber in Deutschland aufgewachsen, aber ich bin sehr oft drüben gewesen. Und ich war mal in so einem Club, da dürfen nur Frauen rein, in Russland. Der heißt Küche. Spaß, nein, nein, nein. Das war ein Striptease-Club für Frauen. Und das ist wie ein ganz normaler Striptease-Club, nur dass die Mitarbeiter dort männlich sind und halt freiwillig. Und ich bin rein und ich bin ehrlich zu euch, ich wollte mich wie ein Pascha fühlen. Ne? Einfach so Geldscheine um mich werfen. Okay, ich hatte nur einen Zehner. Und auf einmal stand so ein Stripper vor mir, verkleidet als Polizist. Und ich war komplett verwirrt. Weil in Russland weißt du nicht, ist das jetzt ein Stripper oder ein Polizist? Weil beide wollen, dass man Geldscheine zusteckt. Und das Besondere an dem Club war, da war so eine Bühne und auf der Bühne war eine Glasdusche. Und alle 10 Minuten ist einer dieser Tänzer da reingegangen und hat sich geduscht. Aber so richtig Slow Motion. Ich so, hä? Ach so, das ist die Fantasie einer russischen Frau. Dass der Mann sich mal duscht. Und für 30 Euro kannst du als Zuschauer mitmachen. Ich dachte, ja geil, das lohnt sich. Da kriegst du das, was du in Russland nicht hast. Warmes Wasser. Und auf der Bühne, was richtig, richtig cool war, da haben Tänzer alle möglichen Tanzstile performt, aber die haben sich nicht ganz ausgezogen, sondern nur bis zur Hose. Ich dachte, hä, warum ziehen sie sich nicht ganz aus? Und dann habe ich es verstanden. Die haben Breakdance getanzt. Niemand möchte einen nackten Penis beim Headspin sehen. Zu viele Umdrehungen. Das war meine Zeit. Vielen Dank. Mein Name ist Sascha Schwarz. Für euch Sascha Schwarz. Wheelie Kickflip. Ha. Bam. Habt ihr das gehört, was die KVB gerade geschrien hat? Die hat einfach geschrien, viel Erfolg euch allen.
Oh, also nicht euch, den die hier stehen. So. Ihr so, ja, yeah, cool, danke, guter Wunsch. Oh, die KVB, ich liebe die Bahn. Bahnfahren in Köln ist auch so ein Ding, oder? Was heißt KVB überhaupt? Kommt Kölner, vielleicht bald? Machst du meinen Witz kaputt? Danke. Sven, du hast mich so angeguckt und hast gefragt, Sven, was das heißt. Und ich komme nicht von hier und dann denke ich, doch, das kann ich ihm beantworten. Sven, das so. war eine heroische Frage. Ja. Das ist was anderes. Ich finde, es hat sich etwas angehört, als hätte er gesagt, das Haus ist umstellt. Aber nee. Kommt nee. Vielleicht bald, sagtest du. Ich bin komm, raus jetzt, komm. Ja? Ja, aber jetzt ist es kaputt. Vielleicht könnt ihr einfach, also sag nochmal, komm vielleicht bald, dann lachen die Leute. Nein, ich bin, fahrt ihr Bahn? Wer fährt Bahn? Nee, ich fahr Skateboard. Ja, mit dem Skateboard in die Bahn und in der Bahn grinden, ne? Wer fährt Bahn? Da zeig nochmal, kurz so. Und, ist cool? Mal gerne? So, ist schon manchmal auch schwierig, ne? Auch so mit diesen Anzeigetafeln von der KVB. So, da steht so, Bahn kommt in 15 Minuten, Bahn kommt in 5 Minuten, Bahn kommt sofort, Bahn kommt in 38 Minuten. Bahn weg. Einfach so verschwunden. Wahrscheinlich wäre so ein Paralleluniversum, wo ganz viele KVB-Bahnen im Stau stehen. Oh, das ist schon echt hier in der KVB. Fahrt ihr schwarz oder zahlt ihr? Ich bin ja, ich kann, also jetzt bin ich, auch wegen Klimaschutz und so, zahle ich jetzt. Einfach weil ich will, dass ihr auch weiter investiert. Ich kann auch nicht schwarz fahren. Ich bin kein krimineller Mensch. Ich kann nicht schwarz fahren. Ich bin dann immer wie so ein Erdmännchen. So, für mich ist jeder ein Kontrolleur, wenn ich schwarz habe. So, kommt so eine Taube rein, ich hab nix! Hat jemand eine Vorstrafe? Boah, seid ihr langweilig, ey. Gar nichts, nicht mal Drogen oder irgendwas? Hier, Medizin, Biologie, mal irgendwelche Experimente gemacht in China, nix. Krass. Ja. Ich bin nicht kriminell. Meine Schwestern waren schon kriminell früher. Die haben geklaut. Aus der Bravo und so. Und bei Schlecker haben die geklaut, immer, ne? Bei Schlecker, so die Schminke und alles. Ich weiß nicht, wie viele geklaut haben, ich weiß, dass Schlecker pleite ist, aber krasse Familie. Aber es verjährt, deswegen erzähle ich das. Der Mord nicht. So, wir kommen zur nächsten Künstlerin. Die KVB wünscht dir auf jeden Fall viel, viel Glück. Ich bin auch froh, dass du da bist. Ich fand das sehr lustig, was du gemacht hast. Hier ist für euch Lisandra Bardell. Vielen Dank, wie er mich angeflirtet hat, schamlos. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, es war ein Antrag schon. Ich habe heute gesehen, ich habe heute einen Reminder bekommen, dass ich genau heute vor 2 Jahren, am 4.11.2019, meinen allerersten Stand-Up-Auftritt hatte. Genau heute. Das ist mega geil, oder? Ich war damals mega aufgeregt, so. Ich habe einfach alle Leute mitgebracht, die mir wichtig sind, so mein Freund, meine Schwester, mein Dealer. Er findet das auch gar nicht gut, wenn ich ihn so nenne. Also, nenn mich doch nicht so in der Öffentlichkeit, nenn mich einfach normal Papa. Mein Name ist Lisandra, ich komme aus Berlin und ich finde es total interessant. Leute können oft nicht so richtig einschätzen, was für eine Landsfrau ich so bin. Ja? Und deswegen sind auf der Straße einfach alle erstmal so, jo, die ist eine von uns. Ja? Afros sind so, yo, Sister. Kennex sind so, wala mashallah. Almans sind so, zu politisch korrekt, um sofort nach meinen Wurzeln zu fragen. Aber ich sehe so hinter den Augen, ne? Die Frage ist da. Und die drückt so, die muss raus. Und dann entsteht im Kopf so eine Art, so ein Gollum-Konflikt, ja? Und, wo kommst du her? Berlin. Aber wo kommt sie wirklich her? Nein, wir dürfen diese Frage nicht stellen. Aber wir wollen die Frage. Wir brauchen die Frage. Wir müssen die Frage stellen. Nein, die Frage ist böse. Wir könnten nach ihren Eltern fragen. Ja, wir könnten sie es tun lassen. Und deine Eltern? Berlin.
Ja, wenn einer, dann alle. Sie soll es sagen. Sie soll es sagen. Nein, 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 sie ist unsere Freundin. Wir müssen es nicht wissen. Wir brauchen es nicht wissen. Aber wir wollen es wissen. Naja, es wäre nur eine Frage. Niemand könnte böse sein bei einer Frage. Wir meinen es nur gut, wir meinen es nur lieb. Ja, wir fragen sie, wir fragen sie, wir fragen sie, wir fragen sie. Und fährst du gern in Urlaub? In die Karibik oder so? Ja, ich gehe eigentlich eher so wandern im Erzgebirge. Ich bin halb Deutsch, halb Kubanerin. Und ich erzähle das gern, ne? Weil ich weiß, dass es immer gut ankommt. Ja? Immer. Kuba? Echt? Wow. Und ich habe noch nichts gemacht, ja? Ja, echt. Ich meine, ich kenne es ja selber von mir, wenn mir jemand sagt, dass er aus Frankreich kommt, automatisch konvertiere ich zur Landsfrau, ja? Französisch, oh. 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 Oui, oui, bonjour, le croissant. Tü. Ja? Und bei Kuba, jeder wird sofort zum Latin-Lover. Kuba. Ich war auch schon mal auf Kuba. Sasa. Aber die Leute haben auch Erwartungen, ja? Dass alles, was Latinos machen, irgendwie so feurig ist, ja? Also als Latina kann ich nicht einfach so über die Straße latschen. Nein. Du tanzt. Ja? Als Latina bist du nicht einfach so auf Klo. Nein, du hast richtig Durchfall, so. Mein Freund ist mal einfach so ins Bad reingekommen, als ich gerade drauf war. Und er hat sich dann entschuldigt, aber mit den gruseligsten Worten, die ich je gehört habe. Schatz, keine Angst, ich habe vorher gehorcht. Das ist verstörend auf so vielen Ebenen. Ich war erst mal verstopft für eine Woche danach. Ich finde, wenn ein Klo und eine Tür involviert sind, dann kannst du keinen Satz anfangen mit keine Angst, wenn du ihn beenden wirst mit ich habe vorher gehorcht. Das ist irgendwie wie zu sagen, Mädel, keine Angst, ich verfolge dich nicht nach Hause. Ich weiß eh schon, wo du wohnst. Männer haben Erwartungen, ja, die denken so, Latina, na dann hast du doch bestimmt Rhythmus im Bett, im Blut. Ich bin so, sorry Jungs, ich bin nur halb Kubanerin, ja? Die Lippen sind Latina, die nicht. Die sind Gelsenkirchen. Man sagt ja so, wie man eine Sache macht, so macht man alles. Ich würde sagen, ich bin im Bett eher so wie beim Autofahren. Ich kann's nicht. Ich würde sagen, ich bin im Bett eher so ein solider Beifahrer. Ich kann selbst nicht gut fahren, aber ich nörgel auch nicht an deinem Tempo rum. Mein Freund und ich, kennt ihr das, wenn eine Beziehung plötzlich so einseitig geworden ist? Wenn du das Gefühl hast, dass nur noch du was für die Beziehung machst? Und das habe ich ihm so gesagt und er sofort so, ja, stimmt, weil ich mich vor 5 Monaten von dir getrennt habe. Und ich meine, Trennungen sind scheiße, oder? Kennt ihr das, wenn man nach einer Trennung Sachen nicht mehr machen kann, die man in der Beziehung so zusammen gemacht hat? Netflix, Lieblingsserie, ging nicht mehr, konnte ich nicht mehr, weil es sein Account war und er die Zugangsdaten hatte. Ja, und ich meine, ich hasse Single sein, ja? Ich war noch nie auf diesen Dating-Plattformen so. Ich war noch nie auf Tinder, Bumble, Airbnb. Und ich habe das Gefühl, ich kann da noch gar nicht so richtig mitreden mit meinen Mädels, ja? Letztens habe ich so mit meiner Freundin geredet und sie so, wir haben so Kumquats zusammen gegessen. Kennt ihr Kumquats? Das sind so, für diejenigen, die es nicht kennen, sind so kleine satanistische Früchtchen, die so als kleine Mandarinen tarnen. Und wir essen die so zusammen und sie sofort so, bäh, Lissandra, die schmecken überhaupt nicht nach Mandarinen. Die schmecken nach dem Sperma eines alten Mannes. Findest du nicht auch? Ich so, keine Ahnung.
keine Ahnung, wie Mandarinen schmecken. Leute, war großartig. Mein Name ist Lissandra, das war meine Zeit. Für euch, Lissandra Bade! Lissandra Bade! Wohnt ihr zusammen eigentlich? Ist gut, ist gut. Wer wohnt zusammen? Haben wir ein Pärchen, das zusammenlebt? Ihr beiden, du willst nicht, dass er es sagt, aber wie lang schon so? Vier Jahre. Ist jemand von euch ein Tyrann oder eine Tyrannin? Beide. Oh, schön. Hört sich glücklich an. Wir beide. Ich bin schon ein Tyrann zu Hause. Ich bin schon so ein Drache, so ein Hausdrache, der rumfliegt und alles kritisiert, was mein Mann macht. Das ist schon echt schlimm manchmal. Letztens habe ich... hat er mich für so eine Kleinigkeit in der Wohnung kritisiert, weil ich irgendwas habe liegen lassen, ne? Eine Flasche, genau. Und er hat mich halt so dafür kritisiert, ne? So, es war halt wirklich nur so eine Zahnbürste, die da lag. Und er so, warum hast du die Zahnbürste da liegen lassen? Und da habe ich so gesagt, kannst du bitte aufhören, mit mir zu reden, wie ich mit dir? Und dann ist mir so in dem Moment einfach rausgekommen, weil so bin ich. Und dann habe ich gemerkt, was ich für ein schlechter Mensch bin. Aber ich bin halt hübsch und das ist gut. Es passieren manchmal Dinge, wo man zusammenlebt, wo man denkt so, will ich das wissen, muss ich das wissen? Ich achte immer darauf, dass er sich die Hände wäscht nach dem Klo, also ich horche immer. Ne? Ich habe mir so Verstärker gekauft, um das zu kontrollieren. Und dann kam er so raus, ne? Und ich weiß halt, dass er geschissen hat. Ne? Also ich weiß, dass es nicht Pipi war. Und er kam raus und hat sich nicht die Hände gewaschen. Dann meinte ich so zu ihm, du hast dir nicht die Hände gewaschen. Und er so, ich habe doch Klopapier benutzt, nicht so. Okay, und wenn du dir die Hände wäschst, was war dann? So Fragen, die dann einfach im Raum stehen und man möchte keine Antwort. Es ist, nee, okay, dann mach so weiter. Das ist gut. Mach das mit dem Papier, das funktioniert. Wow. Der ist auch so... Der ist echt erfolgreich im Job, ne? Der macht so, wenn er was macht, macht er so für immer, aber halt auch zu Hause, wenn er das liegen lässt, für immer. So, das ist richtig, richtig anstrengend. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man sich sicher ist, dass man es nicht da hat liegen lassen, man ist sich ganz sicher und der andere sagt, ich weiß nicht. Kennst du das? Und du denkst so, wir sind zu zweit hier. Es kann nur du gewesen sein. So, und du denkst dir, ob du verrückt wirst, so, weil du bist dir sicher, dass der es war. Ganz sicher. Und er so, nee, benutzt dich. So, doch. Aber ich war so kurz davor, Kameras zu installieren, ey, ohne Scheiß, weil mich das so nervt, weil ich das weiß und ich denke, ich werde verrückt, ne? Und man muss auch schon krasse Sachen dann anwenden. Ich habe einmal sein Asthma-Spray versteckt, so, und ich dann so, wer war's? Und dann, ich. Ich so, na also, okay, das können wir gleich so lösen. Da braucht man doch nicht erst hier was riskieren, Freunde. Mein Gott, ey. Oh, herrlich. Well, he's rich. Das ist gut. Das ist gut. Okay, Künstler Nummer 7. Wir haben noch zwei Künstler. Habt ihr noch Bock? Nightwatch Talent Award. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wir machen direkt weiter. Er war sehr, sehr cool. Ich bin froh, dass er wieder dabei ist. Hier ist für euch aus Köln Marvin Hoffmann. Yes. Dankeschön. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier sein darf im Finale. Ich freue mich auch ein bisschen, dass ich direkt weitergekommen bin, nicht über diese Online-Wildcard. Nicht, weil das irgendwie schlecht ist oder so, sondern ich bin mal auf diese Online-Videos gegangen, um meine Freundinnen und Kollegen so zu unterstützen. Und dann habe ich den Fehler gemacht, mir die Kommentare durchzulesen. Und die waren alle voll gemein. Die waren mega fies und ich wurde auch ein bisschen sauer. Die haben alle so geschrieben, oh, ist alles scheiße, ihr seid nicht lustig und so. Und ich wurde wütend, weil das sind halt meine Freunde, meine Kolleginnen und so. Ich wollte da drunter schreiben, hey, was soll das? Ihr habt doch alle selbst keine Ahnung, haltet die Schnauze und so. Da habe ich so einen Kommentar gesehen, wo er geschrieben hatte, das war alles scheiße und unlustig, der einzige Witzige an dem Abend war Marvin Hoffmann. Da habe ich so drunter geschrieben, Dankeschön, sehr nett von dir, stimmt für mich ab. Also falls du das siehst, viele Grüße. Cool, naja. Fangen wir direkt an, ich kiff ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen, Mama, weil die guckt zu. Und hier ist das Ding, ich habe ein bisschen aufgehört, so viel zu kiffen wie früher, weil ich habe eine Gefahr entdeckt beim Kiffen. Ich weiß nicht, ob manche die kennen. Und zwar habe ich gemerkt, wenn ich zu high bin, dann toleriere ich zu viel, was mit mir passiert. Also ich nehme einfach alles so hin. Ich war mal letztens mit meiner Freundin unterwegs abends und ich war super high.
Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich einen Stein im Schuh habe. Und ich dachte einfach nur, ja, das ist jetzt mein Leben. Gut, manchmal hat man Pech. Und dann bin ich mit diesem Stein einfach ewig so rumgelaufen. Das war auch nicht so ein kleiner Kiesel oder so, das war ein ganz schön dicker, spitzer Brocken. Und irgendwann tat mein Fuß richtig weh. Und irgendwann tat er so weh, dass ich gar nicht mehr weitergehen konnte. Dann habe ich mich auf so eine Parkbank gesetzt, die da so rumstand, und meinte zu meiner Freundin, so, mein Weg ist hier zu Ende. Ich kann nicht mehr weiter, die Schmerzen in meinem Fuß sind zu groß. Und sie war völlig überrascht, dass ich irgendwas hatte, weil ich hatte das mit keinem Wort erwähnt. Sie hat sich richtig Sorgen gemacht. Ich meinte so, Gott, was ist passiert? Hast du irgendwas verknackst? Hast du den Knöchel gebrochen oder so? Und ich meinte, nee. Ich habe einen Stein im Schuh. Und sie meinte, dann nimm den doch einfach da raus. Und ich hatte vergessen, dass das eine Option ist. Das ist nicht ungefährlich. Das ist nicht das einzige Mal, dass mir sowas passiert. Manchmal treffe ich so richtig dumme Entscheidungen, wenn ich high bin. Und ich weiß auch direkt danach, dass es dumm war. Aber es ist halt schon zu spät. Zum Beispiel einmal war ich bei einem chinesischen Buffet high. Und ich habe mir so gebratenen Reis auf einen Teller geschaufelt. Und dann ist mir so ein Klumpen leckerer Reis von meinem Teller gefallen und genau auf meinem Schuh gelandet. Und ohne einen einzigen Gedanken zu verschwenden, habe ich mich in einer fließenden Bewegung so runtergebeugt und diesen Klumpen in meinen Mund gesteckt. Und noch bevor der in meinem Magen war, habe ich schon so gedacht, ah, das war jetzt aber keine gute Idee. Aus mehreren Gründen. Erstens ist das mega widerlich und unhygienisch. Und zweitens, du bist an einem öffentlichen Ort. Leute könnten dich gesehen haben. Dann habe ich mich mal so umgeguckt und in der Ecke stand eine Frau und ich habe an ihrem Gesichtsausdruck erkannt, dass sie alles gesehen hat. Und dann fiel mir irgendwann auf, dass ich jetzt schon sehr lange Zeit hier so hing und dass ich irgendwann auch mal wieder hochkommen muss. Und dann bin ich so ganz langsam hochgegangen. Ich habe die ganze Zeit Blickkontakt gehalten und dann wusste ich nicht, wie ich die Situation auflösen soll. Also habe ich einfach so zugenickt. Das ist jetzt unser Geheimnis. Und dann habe ich mich umgedreht und weiter Reis geschaufelt. Weil das war meine Priorität irgendwie. Ja. Ich habe letzte Woche was gemacht, das möchte ich beichten, weil das war nicht gut. Ich schäme mich sehr dafür und ich glaube nicht, dass ich danach behaupten kann, dass ich noch ein guter Mensch bin. Weil ich war auf Instagram unterwegs und ich habe so einen Post gesehen von der Person, die ich kenne. Und der Post war ganz neu, der war so eine Minute alt. Und der hatte noch kein Like. Also dachte ich so, okay, bin ich der Erste, der es liked. Manchmal machen wir den ersten Schritt. Ich habe es geliked. Und so ein paar Stunden später war ich wieder auf dem Account dieser Person und der Post hatte immer noch nur diesen einen, meinen Like. Und dann habe ich kurz nachgedacht und dann habe ich den Like wieder zurückgenommen. Weil ich hatte plötzlich so eine komische, irrationale Angst, dass irgendjemand über diesen Post stolpert und mein einsames Like sieht und sich so denkt, oh, was liked Marvin denn für eine unerfolgreiche Scheiße? Was für ein Loser! Was total bescheuerte Angst ist so. Aber ich konnte nicht anders. Und dann das Blödeste war halt irgendwie die Person, also die kannte mich halt persönlich. Und ich hatte das halt gesehen, dass ich den Like zurückgenommen habe. Und die hat mich dann darauf angesprochen. Die meinte dann so, hey, warum hast du das gemacht? Warum hast du den Like zurückgenommen? Und dann musste ich halt ehrlich sein. Da habe ich so gesagt, ja, sorry, es geht hier ein bisschen auch um meinen Ruf, Schatz. Und manchmal muss man an sein Image denken. Leute, das war's von mir. Mein Name ist Marvin Hoffmann. Hat einen wunderschönen Abend noch. Für euch Marvin Hoffmann. Marvin Hoffmann und wir halten den Applaus. Wir haben noch ein Talent, Köln. Er ist aus Österreich. Er steht in den Startlöchern. Hier ist für euch Benedikt Mittmannsgruber. Es geht weiter. Hallo Nightwash. Wie ist so eure Stimmung? Setzt nur alle gut drauf? Das freut mich sehr. Ich bin heute auch noch sehr gut drauf. Ich bin der Benedikt Mittmannsgruber aus Österreich. Benedikt Mittmannsgruber ist wirklich ein super Name für so einen Comedian. Kurz, erotisch, geht wirklich super über die Lippen. Vielleicht können wir meinen Namen so zum Aufwärmen mal alle gemeinsam ganz laut im Chor aufsagen. Auf drei. Und bitte alle mitmachen. Eins, zwei, drei. Benedikt Mittmannsgruber.
Benedikt Mietmannsgruber, Benedikt Mietmannsgruber. Amen. Und jetzt vielleicht noch mal jeder einzeln. Ich habe in Österreich so eine Freundin zu Hause. Meine Freundin, die ist ein großer Fan von Enrique Iglesias. Wir hören zu Hause die ganze Zeit nur die Musik von Enrique Iglesias. Auch wenn wir miteinander schlafen, hören wir die Musik von Enrique Iglesias. Meine Freundin stellt sich dann nämlich immer vor, dass auf ihr nicht Benedikt Mietmannsgruber liegt, sondern Enrique Iglesias. Und ich stelle mir dann meistens vor, dass unter mir nicht meine Freundin liegt, sondern Enrique Iglesias. Das ist in Österreich so üblich. Meine Freundin, die hat mir im Sommer so nebenbei erzählt, sie hat vor mir schon mal mit so einem anderen Menschen geschlafen. Mit einem spanischen Austauschstudenten aus Barcelona. Gott sei Dank bin ich aber kein eifersüchtiger Mensch. Deswegen war ich dann nächsten Tag schon am Flughafen in Barcelona. Sie hat mir nur erzählt, er heißt Enrique. Enrique ist Spanisch und heißt auf Deutsch so viel wie Trottel. Außerdem hat sie mir noch erzählt, sie hat mit ihm den besten Sex aller Zeiten gehabt. Ha 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 ha. Ich bin dann in Barcelona aufs Gemeindeamt gegangen und habe gesagt, hallo, ich suche einen Enrique. Also auf Spanisch, hola, ich suche einen Enrique. Und dort habe ich dann erfahren, es gibt in Barcelona insgesamt 95.000 Menschen, die Enrique heißen. Und dann war mir natürlich schon klar, okay, es sind eh Sommerferien. Ich habe Zeit. Bei den ersten 12 Enriques war ich mir aber sicher, dass er da jetzt nicht dabei ist. Weil der Sex mit ihnen war schrecklich. Ja. Danke. Ich muss euch jetzt was Lustiges erzählen. Ich bin in meinem Leben manchmal traurig, vor allem, wenn es mir nicht gut geht. Aber vor kurzem, da hat mir meine Mama, sie heißt Mama Mietmannsgruber, ein Hausmittel gegen Traurigkeit empfohlen. Immer wenn es mir jetzt schlecht geht, dann nehme ich Johanniskraut. Also entweder ich mache mir einen Tee damit oder ich rauch's. Und mit Johanniskraut geht es mir dann wieder viel besser. Deswegen wollte ich euch fragen, ist heute zufällig ein Johannes im Publikum? Kein Johannes? Okay, komisch. Letzte Woche, da bin ich in Österreich aufgetreten und da war ich vor der Show irgendwie ziemlich unmotiviert. Ich war ziemlich traurig und dann habe ich das Publikum auch gefragt, ob heute ein Johannes da ist. Und dann haben sich 24 Menschen gemeldet. Dann war ich wieder ziemlich glücklich. Es war für mich nämlich eine ziemlich gute Johannes-Crowd. Auf den Witz bin ich sehr stolz. Mein bester Freund als Teenager, das war auch der Johannes. Johannes hatte zwei Eltern. Das ist in Österreich so üblich. Und seine Eltern, die waren extrem christlich. Das größte Ziel in ihrem Leben war, dass der Johannes keinen Sex vor der Ehe hat. An seinem 18. Geburtstag hat er aber eine kleine Geburtstagsfeier gemacht. Seine Eltern waren auch auf der Feier und haben ihn die ganze Zeit kontrolliert, ob ihn eh keine Frau berührt. Kurz nach Mitternacht war Johannes aber auf einmal verschwunden. Wir haben ihn alle gemeinsam extrem lange gesucht. Und nach über einer Stunde haben wir ihn in der Küche erwischt, mit so einer Frau. Sie ist am Ofen gesessen und sie haben Sex gehabt, gemeinsam.
Seine zwei katholischen Eltern waren extrem schockiert und haben beide zum Weinen angefangen. Für sie war das an dem Abend wirklich die Ofenpaarung des Johannes. Ihr wart großartig. Tschüss. Für euch aus Linz, Benedikt Mittmannsgruber. Wir sind durch. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer, weil sonst wärt ihr eine Sauerkraut. Und wir sind durch und wir hatten 8 Talente. Und bevor ihr jetzt eure verrückten Abstimmkarten zückt und die markiert mit einer Person, heute ist es eine Person, richtig? Beim letzten Mal habe ich glaubte, drei. Okay, es ist eine Person, die ihr jetzt auswählt. Und zwar aber bitte erst, nachdem wir alle Künstler und Künstlerinnen nochmal auf die Bühne geholt haben. Ihr könnt euch die nochmal anschauen, wie so ein paar Schweinehälften. Und dann könnt ihr auf jeden Fall entscheiden, für wen ihr votet. Hey, ruhig, ganz ruhig. Hey, Biologie, ruhig. Nicht so viel rascheln. Tief einatmen. Internet auch. Auf das i klicken und voten bitte auch erst, nachdem wir alle im Schnelldurchlauf nochmal angeguckt haben. Und jetzt bitte einen Applaus für das komplette Teilnehmerfeld. Die Newcomer, die hier im Finale bei uns performt haben heute Abend. Tobias Born, Anton Knaus, Marius Roman, Sebo Sam, Sascha Schwarz, Lisandra Badl, Marvin Hoffmann, Benedikt Mittmannsgruber, das war euer Teilnehmerfeld. Das sind eure Talente gewesen. Guckt sie euch an. Hübsch, lustig, geil. Ja, das sind sie. Und jetzt liegt es an euch abzustimmen. Gebt eine Stimme ab, liebes Inhalt, gebt eine Stimme ab. Ihr geht wieder nach hinten. Ihr geht wieder nach hinten. Ihr geht wieder nach hinten. In den Viehtransporter ohne Wasser. Ja, ist hartes Business. Und ihr entscheidet euch bitte jetzt für einen Künstler, respektive eine Künstlerin. Und dann kommen wir in wenigen Augenblicken zurück und verkünden diese krasse Scheiße. Und es wäre schön, wenn ihr da bleibt, um dann auch noch den zu feiern. Ja, bis gleich. Vielen Dank, Frau Moderatorin. Wow, 3 Millionen Türken und sie verwechselt mich mit dem einzigen Türken, der Müll rumwühlt. Danke. Vielen Dank. Oh, ein Klatscher für den Türken, der rumwühlt. Danke. Das war natürlich gelogen, es gibt mehr Türken, die im Müll rumwühlen. Ich fühle mich mega gut, weil wir haben es geschafft. Wir sind alle im Finale von Nightwash. Ich bin so stolz darauf, aber ich bin auch mega aufgeregt, um ehrlich zu sein. Ja, das letzte Mal, als ich so aufgeregt war, hat mich meine türkische Oma gezwungen, Käse aus der Türkei mitzubringen. Kennt ihr alle diese schrecklichen Reportagen auf Kabel 1, wo arme, unschuldige Türken gezeigt werden, die aus Versehen 25 Kilo reinsten Ziegenkäse im Handgepäck dabei haben? Das ist immer dieselbe Story. Da ist immer eine kleine Frau mit Kopftuch, die steht vom Zollbeamten. Der Zollbeamte sagt, Entschuldigung, haben Sie Fisch, Fleisch oder sonstige Tierprodukte dabei? Sie sagt, nein. Und aus der Tasche macht's, meh. Wenigstens ist es frisch. Danke. Nein, danke. Danke, dass ihr über diesen rassistischen Witz lacht. Aber ich finde es mega cool, dass wir so unterschiedliche Leute hier sind. Guck mal, wir haben Ausländer hier, wir haben Deutsche hier, wir haben Moslems hier, wir haben Ungläubige hier, wir haben alles da. Perfekt. Vielen Dank, ich wollte den Witz unbedingt bringen, weil... Nein, da nicht dafür lachen, weil, ich schwör's euch, den habe ich letztens in Dresden gebracht. Das Ding ist... Das könnt ihr wirklich lesen, den habe ich wirklich gebracht, steht sogar auf meiner Facebook-Seite, also ist es wahr. Und ja, ich bin auf die Bühne, habe den Joke erzählt und dann war erstmal ganz lange Stille. Und danke, lieber Gott, für Hintertüren. ja, cool, dass ihr lacht. Ich würde gerne heute, die Bühne gerne nutzen, um über was Ernstes zu reden. Und zwar Vorurteile, Diskriminierung, aber auch Rassismus in der Beziehung. Ja, ich bin mit meiner Frau seit 10 Jahren zusammen. Sie ist da vorne.
gut, dass alle hingucken. Wir sind seit 10 Jahren zusammen, sie ist genetisch bedingt deutsch und ich bin Türke. Und obwohl wir seit 10 Jahren zusammen sind, habe ich gemerkt, das schützt mich nicht vor Diskriminierung. Ja, ich habe ein Beispiel. Ich habe letztens die Füße auf den Tisch gelegt und dann sagt sie zu mir, ey, das kannst du bei dir daheim machen. Was mich wundert, weil wir seit 6 Jahren zusammenleben. Aber der schlimmste Moment, ich muss selber drüber lachen, weil der schlimmste Moment war, als wir zusammenziehen wollten. Ja, wir wollten zusammenziehen, haben Transporter gebraucht, um unsere Sachen in die Wohnung zu bringen. Und dann dreht sie sich zu mir um und sagt, Schatz, du hast doch bestimmt einen Onkel, der einen Gemüseladen hat. Leute, ich war sauer, ich bin ausgeflippt. Ich habe mich erst nach einer Stunde beruhigt. Wir haben dann meinen Onkel angerufen. Schlimmer als Vorurteile sind Vorurteile, die wahr werden. Aber ich kann nicht sauer sein. Ich kann wirklich nicht sauer sein auf sie. Weil nach dem Halbfinale waren wir Döner essen. Boah, was ein Klischee. Aber hier war so ein Colonia-Kebab-Haus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich bin rein und habe gemerkt, ey krass, der Dönerladenbesitzer ist Deutscher. Okay, das scheint euch nicht zu schockieren. Und da kamen diese Vorurteile. Hat der nichts Richtiges gelernt? Der nimmt gerade armen, unschuldigen Türken den Arbeitsplatz weg. Ich habe mich dann überwunden, ich habe den Döner gegessen, war mega lecker, hat nur extrem nach Sauerkraut geschmeckt. Ja, ich habe auch Vorurteile, ja. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich habe auch Vorurteile. Ich bin zum Beispiel, nach einer Show kam einer auf mich zu und es hat sich herausgestellt, dass er Pole ist. Und dann kamen diese Vorurteile. Pole? Hat er schon mal was geklaut? Will er jetzt gerade was klauen? Aber ich habe noch nie in Polen gesehen, der was klaut. Die müssen verdammt schnell sein. Aber wir sind alle gebildete Menschen hier in Köln. Was ist das für ein Vorurteil? Polen, die klauen. Also wir wissen doch, dass Rumänen klauen. Und danke für diesen rassistischen... Und dann habe ich mir die Frage gestellt, geht das überhaupt? Also kannst du mit einem Ausländer zusammen sein, aber trotzdem Vorurteile haben? Ist auch was Schönes. Geht das überhaupt? Also kannst du zum Beispiel mit einem, keine Ahnung, Afrikaner zusammen sein, nach Hause kommen und sagen, oh Schatz, ich habe vergessen Milch einzukaufen, kannst du nochmal zum Lidl, du bist doch schnell zu Fuß. Liebe versus Rassismus. Was überwiegt? Ich weiß es nicht, weißt du? Kannst du mit einem Polen zusammen sein und dann sagen, oh Schatz, ich habe was im Auto vergessen, kannst du nochmal zum Wagen, brauchst du die Schlüssel oder geht's auch so? Liebe versus Rassismus, ihr entscheidet. Aber ich glaube, also... Ich bin erst das zweite Mal in Köln, ich habe gemerkt, Rassismus oder Diskriminierung, das ist gar nicht so ein großes Thema bei euch. Ihr habt eigene Probleme. Ja, ich war an diesen Ringen letztes Mal und ihr habt ein eigenes Problem. Ihr habt sehr viele verrückte Menschen. Ja, sie nickt, ja. Neben mir sitzt sogar einer. Ja, ihr habt sehr viele verrückte Menschen. Und zwar bin ich an diesen Ring langgelaufen und da war ein Typ mit seinem Hund und der Hund hat angefangen zu bellen, ja, wuff. Boah, das hat sich mega gelangweilt angehört, so, wuff. Also, keine Ahnung, der hat halt gebellt, ja, wow. Das klang sehr erstaunt, so, wow. Er hat gebellt, wie ein Hund bellt, ja, das war jetzt, keine Ahnung, das war kein spartanischer Kampfhund, au. Das war ein ganz normaler Hund. Krass, Alter. Ich bin in einem Waschsalon und bell wie ein Hund. So, mein BWL-Studium hat sich komplett ausgezahlt. Super, vielen Dank. Ihr könnt alle in meine Fußstapfen treten. Ja? Auf jeden Fall hat der Hund gebellt, egal wie. Und der Hund bellt und dann dreht sich der Typ zu seinem Hund um und sagt, was habe ich dir zu Hause gesagt? Und der Hund und ich so, wow. Was hat er zu Hause gesagt? Und dann macht er weiter so, der Typ so, du kannst ein richtiges Arschloch sein. Du weißt, dass ich Kopfschmerzen habe. Und deswegen hast du keine Freunde, Frank. Ey, danke, das war's von mir. Ja, guten Tag, mein Name ist Shari Litt. Kann man sich ganz leicht merken, Litt wie Leiden, nur später. Und Shari wie der Rest. Keine Ahnung, warum ich so heiße, muss ich ganz ehrlich sagen, weil meine Eltern sind beide deutsch. Die haben sich wahrscheinlich einfach ein Kind mit Migrationshintergrund gewünscht. Lässt sich auch besser vermarkten. Aber damit nichts geworden und ich bin komplett deutsch, 100% deutsch, 100% Kartoffel, wirklich. Ich bin so eine Kartoffel, ich muss den Männern immer schon so einen Salzstreuer in die Hand drücken, weil sonst noch gar nichts schmeckt. Das war der Sexwitz. Danke, jetzt ein bisschen Kultur.
Ich habe nämlich ich habe einen Song mitgebracht hier auf meiner Ukulele. Das ist hier ein super Instrument für Leute, die kein Instrument lernen wollen. Und zwar ein kleiner Song für die jetzige Zeit, weil es ist sehr hart, oder es ist sehr hart, gerade auch hier in Köln, aber überall ist es sehr hart. Kein Karneval, Karneval fällt aus. Ja. Also Kneipen haben alle zu, Sperrstunde. Ja, kann nicht mehr rausgehen, das ist sehr hart, aber liebe Alkoholiker und Partystudenten, ich habe diesen kleinen Song geschrieben, der auf die positiven Seiten dieser Zeit schaut. Deswegen hoffe ich, ihr könnt meiner Argumentationsstruktur folgen. Ausgehen kostet meistens ein 50er, zu Hause ist der Alkohol viel günstiger. Oh, das war's auch schon, danke. Dankeschön. Wer applaudiert, stimmt zu. Wir haben es ja bald geschafft hier, ja. Ich bin tatsächlich, ich dachte mir, ich habe nach dem Song geschrieben, da war ich fertig und dachte mir, ja, mich hat es überzeugt, muss ich nicht mehr weiterschreiben. Das war eigentlich ganz gut. Ich bin tatsächlich, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, ich bin nicht unbedingt der Partymensch. Könnte man vielleicht merken, ich bin wirklich, ich meine, sehe ich aus wie jemand, der geil Party macht oder sehe ich aus wie jemand, der geil Steuererklärung macht? So genau, ja. Ich bin auf jeden Fall der Beweis dafür, dass man auch mit Alkohol keinen Spaß haben kann. Ich gehe nicht gerne auf Partys. Ich möchte auch nicht flirten oder so. Ne? Dieses ganze Rumgeflirt und Leute kennenlernen möchte ich gar nicht. Weil ich habe eigentlich bei der Partnersuche nur zwei Ansprüche. Das ist wirklich, ich habe einen, also erster Anspruch, nicht ansprechen. Da scheitern schon die meisten dran. Und der zweite ist ein bisschen oberflächlicher, schöne Haare. Ich mag schöne Haare, aber bin ich fair, wo ist mir egal. Ne? Ich sag immer, was man nicht auf dem Kopf hat, hat man zwischen den Beinen. Deswegen. Aber dieses Anlabern ist echt so eine Sache. Das ist echt wirklich sehr hart. Letztens habe ich das schlimmste Kompliment überhaupt bekommen. Wirklich, das schlimmste Kompliment. Letztens war ich in der Kneipe, als es noch so ging. Da kann ich den Song noch nicht, deswegen war ich draußen in der Kneipe alleine als Frau. Und ich saß so allein an der Theke. Als Frau allein an der Theke ist ja schon mal gefährlich. Ne? Als Frau allein an der Theke zu sitzen, ist ja wie so ein Rehkitz, was so auf der Autobahn Picknick macht. Du weißt, gleich fährt einer drüber. Und so war es auch bei mir. Ich stand da so und dann kam sofort dieser Typ an, guckt mich so an und hat mir das schlimmste Kompliment gemacht, was ich jemals gehört habe. Guckt mich an und meint so, ey, ich mag deine Frisur. Das ist so sexy Angela Merkel-Style. Ich bin direkt gegangen. Aber draußen wird mir auch ständig angelabert, oder? Liebe Frauen, das kennt man noch. Bis draußen und sofort kommen diese Typen an und wollen einen so anflirten mit ihren Sprüchen, so, ey, Schlampe oder so. Das ist nicht so meins. Aber da habe ich eine gute Strategie entwickelt, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen. Ich habe eine gute Strategie entwickelt, liebe Frauen oder Männer oder diverse oder für wen das auch immer relevant sein könnte. Wenn ihr unterwegs seid und ihr seht aus der Entfernung schon diese Typen, die euch gleich ansprechen. Man erkennt die ja. Stehen da rum so, sämtliches Schamgefühl schon aus dem Hirn gerotzt. Bevor die euch in ein Gespräch verwickeln können. Tut so, als wärt ihr schon in ein Gespräch verwickelt. Und zwar mit euch selbst. Das habe ich mir bei ein paar Experten in der Bahn abgeguckt. Ihr müsst dann einfach wirklich, es muss intensiv sein, ihr müsst auf jeden Fall sehr viel mit den Armen machen. Ich schwöre euch, der spricht euch nicht an. Er denkt sich doch, die Alte ist verrückt, oder? Die sticht mir doch ab, bevor ich die vergewaltigen kann. Ach ja, das ist ein kleiner Tipp noch von mir. So, wie viel Zeit bleibt mir noch? 50 Jahre. Ja gut, da kann aus mir noch was werden. Dankeschön, das war's von mir. Mein Name ist Shari Litt. Durch Shari Litt! Shari Litt! Ich lauf so durch mein Viertel und ich krieg Komplexe, jeder stylisch und smart, einer cooler als der Nächste. Beneide ich die Smartheit, leide ich unter Bartneid, in Wahrheit hab ich Angst, mein Style ist nicht tight. Schaue an mir runter, Jutebeutel check, doch da steht Aldi drauf, ich bring grad mein Pfand damit weg. Wie werd ich hip?
Was muss ich tun, um dazu zu gehören zu all den Individuen? Jute Beutel, Haare nice, living in a hipster's paradise. Mit Starbucks, Becher, Posen am Gleis, living in a hipster's paradise. Instagram, ich will auch geliked werden, poste was mit Kiasamen, mach Fotos von meinem Essen, meine Freunde gucken komisch, bleib mal ganz chillaxed, ist doch alles nur ironisch. Social Influencer, schlimmer als eine Grippewelle, wer keine eigene Meinung hat, braucht eine hippe Quelle. Zerbrösel Ideale wie glutenfreie Chips, mit Rosmarin, Bitch, Hedonismus ist schick. Ich ess veganen Reis mit Scheiß, Hashtag this is hipsters paradise. Doch Grass-Fed Beef Burger ist auch mal nice, YOLO this is hipsters paradise. Und Longboard ist doch nichts Besonderes. Daddy hat's gesponsert, hab ne Stylophobie, muss der Masse entfliehen. Jeder Depp trägt Birkenstocks, ich muss was Neues riskieren. Drum werde ich mir, um mich zu profilieren, gleich morgen ein Arschgeweih tätowieren. Geteilt und kriegt 1000 Klicks, doch mein Real Life besteht nur aus Netflix und Dickpics. Dankeschön. Alles von meiner Zeit. Ich drehe euch mal kurz den Arsch zu, okay? Wer war jetzt für ein Arsch? Ja, ich habe eine sehr alternative Erziehung erlitten. Mit anderen Worten, mein Kindheitstrauma ist jetzt ein Trend. Meine Mutter, muss ich mir vorstellen, die ist so was wie der Chuck Norris der Esoterik. Ja? Kennt ihr Astro TV? Ja? Wenn die nicht mehr weiter wissen, rufen die bei meiner Mutter an. Meine Mutter, die hat so das ganze esoterische Programm durchgezogen, von A bis Z. Echt so, ne? So von Astrologie, über Bachblütentherapie, Chakrenheilung, Darmsanierung, Energiefeldreinigung, Familienstellen, Globuli, Heilsteine, Impfboykott, Jenseitsbesuche, Kabbala, Lichtnahrung, Meditation, New Age-Musik, Osteopathie, Pendeln, Quantenheilung, Reinkarnation, Schamanismus, Tarot, Unterbewusstseinsreisen, Verschwörungstheorien, Wiedergeburt, Xylophon-Konzerte, Yoga-Retreats. Und zuckerfreier Dinkelfraß. Ja, mal, wenn ich als Kind was Süßes wollte, ne, musste ich bei meiner Mutter den Homöopathieschrank plündern. Ja, ich kann euch sagen, man kann sehr viele von diesen Zuckerkügelchen essen, ohne dass irgendeine Wirkung eintritt. Ja. Oder in der Schule, ne? So bei anderen Kindern auch mit Entschuldigungszetteln, ne? Was stand bei dir so? Magen-Darm-Grippe oder so, ne? Ich hätte gerne mal eine gehabt. Bei mir stand Blockade des Wurzelchakras. Apropos Blockade des Wurzelchakras, Marius, ich bin Single seit Anfang des Jahres. Ich habe nach der Trennung erstmal das getan, was jede Frau tun würde. Ich habe neue Batterien gekauft. Es ist echt lange her, dass ich das letzte Mal Single war. Ne? Ich war so 10 Jahre dauerbesetzt wie so ein Bahnklo. Man vergisst ja immer, wie bequem man es in der Beziehung hat. Ne? Wenn wir Mädels in der Beziehung Bock auf Sex haben, wir denken so, ich glaube, ich zieh mal die engere Schlabberhose an. Oder? Ja. Eine Freundin musste mir dann erstmal erklären, was Tinder ist. Und sie meinte so, Katharina, Tinder musst du unbedingt probieren. Das ist wie Ikea fürs Ego. Du guckst dir so einen Haufen gut aussehenden Schrott durch, dann suchst du dir so einen Schrank aus, der Iva heißt. Du vielleicht auch mal eine Leuchte, die Henrik heißt. Dann nimmst du sie mit nach Hause. Ich so, super, und zu Hause funktioniert wieder nichts und ich darf mich auf 2 Stunden leihenhaftes Rumgeschraube einstellen oder was?
Dankeschön. Viel Spaß noch. Katharina Schmidt. Hi. Viele meiner Freunde sagen, am Anfang fanden sie mich arrogant. Ihr merkt schon, man hat es nicht so einfach, wenn man so aussieht. Aber eigentlich bin ich gar nicht so arrogant. Eigentlich habe ich bloß eine schlechte Angewohnheit. Wenn ich mich unwohl fühle, dann fange ich an, mit dem Gesicht zu posen. Und zwar so Sachen wie, ganz einfache Sachen, wie die Zähne zusammenbeißen, die Lippe nach vorne tun, den Don't-Touch-Me-Blick. Oder den Möchte-Gern-Ryan-Gosling. Aber das kommt nicht so gut an, wenn man so den ganzen Abend jemanden anguckt, aber nicht mit ihm spricht. Also ich habe das Gefühl, ich bin halt nicht so mutig, bin nicht gut darin, auf Leute zuzugehen. Und ich lese oft, dass wir generell, unsere junge Generation ist nicht so mutig. Wir sind sehr unrebellisch, habe ich gelesen. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ey, das stimmt. Ich meine, das letzte Mal, dass ich mutig war, da muss ich lange zurückdenken. Das war, ich habe mal im Kindergarten die Rutsche hochgepinkelt. Da war ich noch Macher und Optimist. Da bin ich noch gegen den Strom geschwommen. Und jetzt zerdenke ich Sachen so lange, dass ich jetzt sogar BWL studiere. Und dabei habe ich mir extra dafür Zeit gelassen. Ich bin extra dahin gereist, wo man rausfinden kann, was man werden will, nach Australien. Zum Work and Travel. Aber ganz ehrlich, als ich am IS Rock stand, den Outback-Wind spürte, mir die Sonne ins Gesicht schien, da habe ich nicht gedacht, irgendwas mit Wirtschaft, das wär's. Nee, das ist vielmehr so, dann kommst du irgendwann nach Hause und alle fragen so, und, weißt du, was du machen möchtest? Und ich so, ja, ich will Unterhaltungskünstler werden. Und was willst du arbeiten? Und dann habe ich mir gedacht, ah, stimmt, ich sollte was studieren, und das ist mir nur BWL eingefallen. BWL macht keinen Spaß, kann ich nicht weiterempfehlen, auch wenn ich weiß, dass du zum Beispiel, du studierst BWL. Jetzt bist du geoutet. Naja, ich frage mich, woher kommt das, dass wir immer die Vernunft ziehen? Sind wir so gut erzogen? Haben wir so tapfere Eltern oder so? Und ich glaube, ja. Aber nicht mit Regeln oder Autorität, sondern kennt ihr diese Leute, die sagen, meine Eltern sind meine besten Freunde. Das ist doch Psycho. Das ist doch Gehirnwäsche. Jetzt mal ehrlich, wer will schon Eltern im Alter seiner Freunde im Alter seiner Eltern haben? Wie soll das aussehen? Geht man dann mit denen feiern, so vorglühen auf dem Rewe-Parkplatz? Hier, Papa, Wodka E aus der Magic-Man-Flasche. Und dann später nimmt man sie natürlich auch mit in den Club, weil es ist niemandem peinlich, seine Eltern beim Tanzen zu sehen. Ich glaube, man kann sich über viele Sachen streiten, ob die peinlich sind, aber die Eltern beim Tanzen, das... Simon Stäblein! Gewonnen hat! Nee. You wish, boys and girls. Huh? Ich liebe dieses Schild, das habt ihr gar nicht mitbekommen. Ne? Wenn die Künstler zu lange sind, dann hat die freche Redakteurin da oben immer dieses Schild hochgehalten. Das ist eigentlich so ein Schild für Sex in der Ehe. So. Okay. Das ist eine Partykanone. Piu! Und ich kann die ja gleich nicht abschießen, because I'm the Moderator und ich kann nicht so viele Sachen gleichzeitig machen, werde ich nicht für bezahlt. Deswegen will jemand die Verantwortung über die Konfettikanone übernehmen? Ja, der Dimi. Ich darf nicht. Du darfst nicht, du hast einen verletzten Daumen. Das Skaterboy, dir vertraue ich nicht. Sorry, Skaterboy. Du siehst sehr, sehr vertrauenswürdig aus. Du siehst aus wie so ein Typ vom Internat, irgendwie, der schon sehr, sehr früh eingetrichtert bekommen hat, was es heißt, sich richtig zu benehmen. Deswegen würde ich sie dir anvertrauen. Oder trügt da der Schein? Wie heißt du? Simon. Simon trügt. Simon, es ist auf jeden Fall deine Aufgabe, ja? Wenn du es verkackst, Simon, dann heißt du nicht mehr so. Dann heißt du Sven. Nein, so. Dann können wir ihn Jürgen nennen oder so.
Was ist denn so ein richtig, richtig nerviger Name? Hubert? Hubert? Hubert hört sich so an wie so, weiß ich. Ja, Hubert ist so LKW-Fahrer gedöhnt. Also LKW-Fahrer sind wichtig. Sehen wir gerade, wir brauchen mehr LKW-Fahrer, deswegen think about it. Ich finde Björn irgendwie anstrengend. Oh ja. So ein Jö. Björn. Björn. Politisch vorbelastet. Björn. Ich finde alles, wo Ös drin sind, eigentlich eher schwierig. Dörte. Örn. Gibt's noch was mit Ö? Sören. Oh Gott. Ja, wirklich Sören. Boah, Sören. Sören, ey. Das ist Sören Björn. Oh Gott. Ja, krass. Du bist neu hier. Du warst noch nicht da gesessen. Oder der Streetworker hat sich rasiert. Das kann auch sein. Also. Nee, bei dem geht die Schicht los, glaube ich, beim Streetworker. Ja, wenn es dunkel wird. Ihr seid neu? Hi. Ja, ich glaube, oh Gott. Puh, kennt ihr diese Köln-Berghäuser, diese Hochhäuser, die so hart kriminell waren, dass unten in der Einwohnung jetzt eine Polizeistation eingerichtet wurde? Die haben da einfach mal eine Leiche aus dem Fenster geworfen. Schau mal, du kommst in so einen Vorgarten. Oh! Tot! Krass, gestern war es eine Waschmaschine. Naja, schade. Können wir was mit dem Toten machen? So, apropos Tod. 7 Künstler werden heute innerlich sterben. Einer gewinnt. Und damit eröffne ich das große Finale des Nightwatch Tötungs Awards, Talent Awards. Und wir haben jetzt 8 Talente. Ihr habt gewotet, das Internet abgestimmt. Es ist krass. Es ist krass. Es ist krass. Es ist richtig krass. Es ist krass. Und es ist spannend. Und Simon, hier ist deine Konfetti. Weißt du, wie es funktioniert? Du sollst dir keinen runterholen. Weißt du, wie das funktioniert? Okay. Du musst das auf jeden Fall rechtzeitig machen. Kennt ihr dieses unfassbar schlimme Finale? Checkst du es? Du siehst studiert aus. Checkst du es? Leute, es gibt dieses unfassbar schlimme Finale von der Miss World, wo der Typ die Falsche kürt. Dann hat die so eine Krone auf und dann kriegt er aufs Ohr, dass es die falsche war. Und dann nimmt er diese Krone wieder ab und setzt sie einer anderen auf. Das ist der cringigste Moment aller Zeit, weil er so, sorry, sie hat gewonnen. Ich spendiere gerade ein Sprudelwasser, ja. Wie die guckt, alles geht kaputt in ihr so. Ciao. Das machen wir heute auch, deswegen, wait a second, okay? Nein, wir holen alle Talente auf die Bühne, kommt alle auf die Bühne, komm. Das ist euer Applaus. Der Nightwatch Talent Award 2021, endlich wieder mit euch, mit Publikum. Wie schön das war. Euer Applaus einmal für alle, die hier teilgenommen haben. Sehr verantwortungsvoll, weil das sich manchmal etwas in die Länge zieht, dieses Finale, würde ich jetzt einfach dir dieses Bitte-Fertig-Werden-Schild überreichen. Und wenn du denkst, Simon, du übertreibst, und damit meine ich nicht mich, sondern ihn, dann kannst du ihm das gerne zeigen. So, das ist das Ding gleich, okay? Was? Ja gut, wir haben eine Gewinnerinnen. Nee, das wäre jetzt schon falsch, wenn ich das jetzt, weil das ist krass, oder? Weil wenn ich jetzt sage, wir haben einen Gewinner, dann wäre es ja krass, dass es ein Dude ist. Wenn ich sage, wir haben eine Gewinnerin, versteht ihr das Gender-Problem, das ich gerade habe? Weil ich würde ja schon was verraten, wenn ich, wir haben jemanden, der das gewonnen hat. Ja. Und es ist ein Mensch. Das ist ein Mensch mit Haaren und Klamotten. Das ist ein Mensch, der Schuhe trägt und Zähne hat. Was gibt es da eigentlich zu gewinnen? Achso, es gibt noch einen Preis zu gewinnen. Soll ich den mal holen? Ich habe den hier hinter mir im Trockner verstaut. Du hast deine Preise im Trockenen, Sven, ne? Was gibt's denn jetzt zu gewinnen? Guck mal. Pass auf, also ich hol den jetzt raus und er ist Gold
Das ist die goldene Wäscheklammer und es wäre schön, wenn die so richtig so ein bisschen wie das goldene Lamm angebetet werden könnte. Oh, ja, das machen wir. Ihr habt so Bock, halt. Omine! Intere! Uranana! Omine! Atire! Atire! Domine! Ome! Ome! Atire! Atire! Nein! Finger weg! Übergib's mir. Nein, den darf niemand berühren. Intere, omine, atere. Omine, omine. Komm hoch, Knabe! Atere, atire, omine, itere. Ja. Ich auch nicht, aber ich habe doch das Mikrofon. Boah, ich hab. Endlich zahlt sich die Kellnerkarriere aus. Gut, ne? Wuhu! Es gibt diese Klammer zu gewinnen. Ich stehe auf und sie wackelt. Aber ich bin gut trainiert. Oh! Hast du dein Skateboard dabei? Schade, sonst hätte ich noch einen Kickflip gemacht mit der Statue in der Hand. Aber ich meine, das ist Squat, guck mal. Ja, ne, Sumo Squat, Personal Trainer. Dieses Ding gibt's zu gewinnen. And you all wanna have it, you wanna smell it, wanna lick it. Ich bin getestet. Klammer nicht so. Wow. Krass. Egal, das ist diese krasse Klammer, die ich jetzt kontaminiert habe mit all meinem Speichel. Und ihr gewinnt natürlich einen Auftritt bei der Nacht der Preisträger. Übermorgen? Bestimmt. Wann ist die Party? Samstag. Cool. Am Samstag gewinnt der Gewinner oder die Gewinnerin einen Auftritt im Gloria vor 500 Leuten. Na, ist in der Zeit ja, also wenn man anfängt, ist das schon viel, oder? Habt ihr schon mal vor mehr als 500 Leuten gespielt? Schon große Bühnen gemacht oder so? 4000? Ja gut. 4000. Bettwanzen vielleicht. Ja, wo? Tanzbrunnen. Cool. Ich dachte, da tanzen die. Whatever. Es gibt dieses Ding zu gewinnen, es gibt Ruhm und Ehre zu gewinnen. Und noch eine Unterschrift von mir. Du sollst ihm zeigen. Nicht mir, okay, ich mach das mal sauber. Können wir Desinfektionstücher haben? Ich hab das irgendwie voll abgeschmabbert. So, oh, ich habe übrigens ein Klammer Shirt an. Wie krass ist das denn? Guck mal, Merch. Geht in unseren Shop, bestellt diese fair produzierten Shirts. Wir haben einen Gewinner des Nightwatch Talent Awards 2021. And the winner takes it all. And this winner is a guy. Or a girl. Halt schon hoch. Ich will noch einmal, dass ihr es noch einmal zelebriert, ja? Noch einmal alle zusammen, okay? Diese göttliche Klammer geht über einen Teilnehmer mit dem Namen Marvin Hoffmann! Marvin Hoffmann, du bist der Gewinner des Nightwatch Talent Awards 2021. Applaus für Marvin Hoffmann. Ach, guckt ihn euch an. Wie süß. Wie kollegial.
Toll, toll, toll. Komm her, komm her. Oh ja, guck mal. Hat er gewonnen, die kleine Maus. Toll, das ist dein Applaus. Du bist unser Newcomer dieses Jahr. Du trittst übermorgen bei der Nacht der Preisträger auf. So, und jetzt nochmal ein Riesenapplaus an das komplette Teilnehmerfeld. Alles Newcomer, alle einen guten Job gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch allen alles Gute. Und Guido macht jetzt Fotos von unserem großartigen Teilnehmerfeld. Sing Smile for the Camera. This is me. Pose. Strike a pose. Hey. Und vielleicht will der Marvin ja noch was sagen. Nein, weil ich habe Mikro. Okay. Marvin, vielleicht möchtest du ja noch kurz was sagen. Und ich gebe dir schon mal das Mikrofon. Dankeschön an euch alle. Vielen Dank. Ihr seid voll cool. Dankeschön. Dankeschön. Yes, dankeschön. Yes, dankeschön. Ich hab nichts Witziges mehr zu erzählen. Das ist mein Problem. Aber dankeschön an meine Freundin, die da ist. Hallo. Danke an meine beste Freundin, die da ist. Hallo. Danke an meine Eltern, die zugucken. Heute zum ersten Mal, glaube ich, tatsächlich. Hallo. Ja, danke schön. Ich werde diesen Moment jetzt richtig, danke schön, Simon, richtig stumpf nutzen, um Werbung zu machen für eine Show, die wir, ich mit zwei Kolleginnen hier in Köln habe. Ich habe ein Open Mic hier in Köln, das heißt Holz und Kartoffeln, das ist ein super Ding. Das ist alle jeden zweiten Donnerstag, ein paar Leute waren schon mal da. Und das ist sehr cool, das ist in Köln-Ehrenfeld, kommt mal gerne hin, das ist eine gute Show und danke schön, danke an euch. Danke schön. Also, das ist Marvin Hoffmann, er hat gewonnen. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Vielen Dank an euch da draußen im Internet, die teilgenommen haben. Und ja. Das hier übrigens, das geht übrigens auch raus an Corona. Thank you, Virus, bye. Geht wieder raus, schaut euch Shows an und guckt auch bei den Künstlern, wenn euch irgendwas gefallen hat, geht auf die Homepages, folgt denen bei Insta, macht denen auch unmoralische Angebote, man kann mit viel arbeiten. Und deswegen, nee, guckt euch Shows an, wir brauchen euch, ganz wichtig. So, also vielen Dank, dass ihr heute da wart, es war so schön, nach so langer Zeit wieder wirklich hier einen Talent Award mit Publikum machen zu können. So, ich habe vor Autos gespielt, ich wollte mich umbringen und deswegen krasse Zeit. Und es ist so cool, dass das wieder klappt und ich bin wirklich super dankbar, dass ihr heute da wart und dass ihr euch getraut habt, auf die Bühne zu gehen, weil das ist alles andere als einfach. Es soll so einfach aussehen, aber es ist wirklich krass, da hinten stinkt es wie Sau. Deswegen, die Leute haben wirklich Angst vorher, aber es ist so schön, dass ihr sie auch so warm empfangen habt. Aber das kann man, glaube ich, auch in Köln machen, weil in Köln sind die Leute toll und schön, außer der Sozialarbeiter, der hat genervt. Und ansonsten war das wirklich eine wunderschöne Show. Schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr da wart. Ein großer Sven und ganz wichtig an das Team von Nightwatch, die hier alles eingefädelt haben, die ganze Orga, Kamerafrauen, Kameramänner, Ton, Einlass, Sarah Oppenberg, danke, danke, danke und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Für Simon Stäbler! Sven Benzmann! Yeah! Simon Stäblein! Kommt gut durch den Winter, bleibt gesund und bis bald, ja? Ciao! Ende!